Hey, du. Ja, genau du. Ich bin Mora. Und wenn du willst, nehme ich dich mit auf meine Reise durch die Rabenmark. Aber Vorsicht. Da drüben herrscht ein rauer Ton. Wenn es dir zu heiß wird, mach eine Pause. Die Mitreisenden spielen dir vielleicht etwas vor. Deshalb nimm, was sie sagen, nicht für bare Münze. Aber vielleicht willst du uns ja trotzdem begleiten. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Ja, wir spielen heute wieder DSA ohne DSA-Regeln und wir spielen die Splitterdämmerung Träume von Tod. Sind jetzt schon in Altzoll angekommen. Altzoll findet ihr, wenn ihr in die Rabenmark reinschaut, ja, ziemlich mittig. Ist die Hauptstadt der Ostrabenmark. Und seines Zeichens besetzt von einem Nekromantenrat, der böse Dinge treibt im Namen der dunklen Mutter, der Erzdämonin Targunitot. Und unsere HeldInnen sind angetreten, dieser Erzdämonin und ihren Handlangern das Handwerk zu legen und die Ostrabenmark zu befreien. Und heute sind wir leider wieder nicht ganz vollzählig, aber die Sierra ist da und spielt Mora. Hallo, schönen guten Abend. Ja, dann muss ich euch enttäuschen, alle Elenar-Fans sind heute müssen eine ganz harte Zeit durchstehen, denn Elanor hat heute anderes zu tun, lässt euch aber alle schön grüßen und kann aber nicht dabei sein. Dafür ist heute der Kakko umso motivierter, Osko Gerdenthal zu spielen, den Pereine-Novizen. Jawohl, Pereine zum Gruß und so. Ja, und der Marot ist auch wieder am Start. Etwas müde noch, aber Jandrik Golgarit hat ja auch öfters was mit Schlaf zu tun, von daher passt das vielleicht ganz gut. Ganz genau. Ja, und ich sehe gerade, ich habe dein Bild ein bisschen niedrig hier angesetzt. Das Stil gefällt mir nicht. So, viel schöner. Jetzt haben wir das ganze Gesicht vom Marot auch im Bild. Ja, und last but not least haben wir endlich nach zwei Sessions, die er leider verpasst hat, den Ossi wieder am Start. Den Astanio haben wir schwer vermisst, den Weißmagier mit dem kleinen Feuerfetisch. So ein großer Feuerball, Junge. Ja, genau. Und so gucken wir heute mal, was in Altzoll so alles vor sich geht. Im letzten Mal hattet ihr erfahren, was es so für Verteidigungsanlagen gibt und was es für der Nekromantenrat für komische Gesetze erlassen hat. Jandrik und Mora haben sich den Targunitot-Tempel angeschaut, zumindest die große Halle, und sind da ein bisschen aufgefallen mit ihren Wünschen nach Heilung. Denn Heilung ist eigentlich verboten. Hallo, Papa im Hintergrund von Sierra. Schöne Grüße. Und ja,
Der Papa von Mora allerdings hat euch auch noch ein bisschen Informationen an die Hand gegeben über den Widerstand, dass die Moral da sehr, sehr niedrig ist und es wahrscheinlich ein sehr schweres Unterfangen wird, die Leute zum Kämpfen zu motivieren, was ja Jandrik nicht so geil fand. Der kann das überhaupt nicht verstehen, warum die Leute nicht anfangen wollen, für ihr Wohlergehen zu kämpfen. Generell gab es bei Jandrik, gibt's so langsam irgendwie Zweifel, also was heißt so langsam? Zweifel an der Richtigkeit der Aktion. Und gut, dass Jandrik nicht so gut aufgepasst hat, als Astanion letzte Woche ein bisschen in Richtung Borberat, letztes Mal in Richtung Borberat argumentiert hat. Betone noch einmal, weil ich Astanio gespielt habe beim letzten Mal. Astanio ist kein Borbardianer oder auch, der möchte es auch nicht werden, aber er findet die Lehren Borberats bis zu einem gewissen Punkte ziemlich sympathisch. Sag ich es mal. Ich hoffe, das ist auch so rübergekommen und nicht irgendwie anders. Ja. Genau, habt ihr noch irgendwas zu ergänzen, was ihr irgendwie sagen möchtet? Als Recap. Deute das Schweigen als Nein. Gut. Dann für euch da draußen, die ihr vielleicht das erste Mal zuschaut, herzlich willkommen. Ihr könnt gerne euch im Chat beteiligen. Unsere SpielerInnen sind teilweise auch im Chat unterwegs und können euch auch Fragen und Antworten, Frage und Antwort stehen, sagt man das so. Antwort geben auf Fragen. Oder die Mods können das machen, falls welche da sind. Und ich schreibe vielleicht auch mal was. Aber bitte, wenn wir hier im Spiel voll dran sind, fühlt euch nicht irgendwie ausgeschlossen, wenn ihr hier irgendwie eine Frage stellt und ich beantworte die nicht im Stream gesagt oder so. Ich schreibe dann, wenn irgendwas. Und das kann auch etwas dauern, bis ich irgendwie was schreiben kann, weil wenn man so im Spiel drin ist, dann lenkt das im Chat doch ein bisschen ab und manchmal lese ich einfach Sachen nicht. Beim letzten Mal, also bei der anderen Runde, die jetzt letzten Sonntag gestartet ist, habe ich sogar einen Raid verpasst. Deswegen, weil ich so im Game war. Passiert. Ist nicht böse gemeint, sondern es ist dem Spiel geschuldet. Genau. Gut. Wenn ihr Informationen haben möchtet zu den einzelnen Charakteren, könnt ihr Ausrufezeichen in den Charakternamen oder reinschreiben oder zu den SpielerInnen, Ausrufezeichen, SpielerInnenname. Und dann geht's los. Recording in progress. Der dumpfe Gestank der Leichen in der Stadt Alzoll ist schon fast nicht mehr merkbar, als Osko und Elena mit Astanio, den sie getroffen haben, durch die dunklen Gassen der Stadt stromern. Ein richtiges Ziel scheinen sie nicht zu haben für den, der sie vielleicht beobachtet. Mal hierhin, mal dorthin. Mal in die Richtung einer Taverne. Vielleicht einmal einen Marktstand, der sehr wenig Warenfall bietet. Und auch nur unmotiviert vom Händler hinter dem Stand bepriesen wird. Allgemein seht ihr die Leute, wenn ihr Leute auf den Straßen seht, mit hängenden Köpfen und hängenden Schultern, mit schlecht gelaunter Mimik, wenig Lachen, wenig Freude. Selbst die Soldaten, die ihr seht, wenn ihr unter die Helme schauen könnt oder die Soldaten einmal ihre Helme abgesetzt haben, sind eher angespannt. Irgendetwas liegt in der Luft. Ob sie wohl alle wissen, dass das große Heer bald zuschlagen wird? Und wenn sie es wissen, warum sind sie dann hier nicht umtriebiger, könnte man sagen. Man lässt euch überall passieren, es gibt keine großen Straßensperren oder sonst irgendwelche Kontrollpunkte. Ihr kommt überall in der Stadt hin und her. Und genau. Das ist eigenartig.
beängstigend und aber auch erleichternd zugleich. Und Elena reibt sich so ein bisschen über ihr Gesicht, als es anfängt, einen eisigen Regen vom Himmel zu fallen und ein bisschen den Unrat von den Straßen schwemmt, vielleicht, wenn er denn endlich vom Nieselregen in einen richtigen Regen verwandelt. Schaut dann Osko und Astanio an und ihr lest in dem starren Gesicht der Amazone einen entschlossenen Ausdruck. Aber Astanio erkennt hinter der Fassade Unstetigkeit und vielleicht in den Augen einen Schimmer Angst. Was ja längst niemals zugeben würde. So viel weiß Astanio. Wo zieht es euch denn hin? Haben wir denn von Egon Wallrand einen Ort genannt bekommen, an dem sich viele seiner Befürworter treffen? Taverne als Beispiel. Ja, es gibt Orte, an denen man sich hin und wieder mal getroffen hat. Allerdings ist es schwer, alle Leute in einer großen Versammlung zu bekommen, weil das auffällig ist, sagt er. Wenn, dann muss man sie einzeln ablaufen oder kleine Grüppchen bilden. Genau, und Herr Wallrand meinte auch noch, dass er sich dafür stark macht, dass die Leute, die das wirkliche Sagen haben oder die als Verteiler dienen können, sich zu ihm auf den Weg machen. Also sollten wir dann am besten zurück zum Hause Wallrand gehen. Schaut Osko dann in die Runde. Ich denke, jetzt haben wir die ausreichen sollten. Meint ihr wirklich, sie haben überall hier in den Kellern Tote gelagert? Erinnerst du dich an den Wall? Ja. Erinnerst du dich an die Kammern? Ja. Ich finde, mit das im Blick erscheint es doch gar nicht so unwahrscheinlich. Und die Stadt ist ein bisschen größer als die paar Kammern Nein. im Wall. Nein. Ich denke, wir haben einen kleinen Teil des Walles da gesehen. Das stimmt, ja. Ich denke tatsächlich, dass eher das hier im Vergleich zum Wall fast lächerlich erscheint. Osko, meinst du, du kriegst Überzeugungsarbeit geleistet? Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Ich kenne die Leute hier nicht gut. Und je nachdem, wie festgefahren sie sind in ihrer Verzweiflung, in ihrer Resignation, dann wird es schwer sein, sie überhaupt zu erreichen. Aber naja, es bleibt mir anders übrig. Eine gekreuchte Gestalt quert die Straße, wo ihr euch gerade stehend unterhaltet. Hat so seinen Mantel ein bisschen so über den Kopf gezogen, dadurch geht er leicht buckelig. Hat eine Metalldose in der Hand und klimpert da ein bisschen mit. Läuft dann in eure Richtung. Eine Spende für den Borbarat-Tempel. Eine Spende für den Borbarat-Tempel. Ein Glück, dass Hendrik hier nicht ist, flüstert Astanio zu den anderen beiden zu. Hey, ihr da! Wollt ihr nicht auch ein Kupferstück oder so? Ich bin ja gar nicht so gierig und Borbarat ebenfalls nicht. Oder seid ihr auch allein der dunkle Mutter verschrieben? Hm.
Oskar Lüdenk halt so ganz kurz zu Astanio herüber und zu Elena. Oskar hatte sich ja halt zuvor schon einen so einen typischen Mantel für hier umgeworfen. Valarissa stinkt vielleicht auch noch ein bisschen nach dem Unrat, der sich in diesen Es stinkt Fässern alles befunden nach hat. Unrat. Das Geld, was wir noch haben, würde ich schon gerne für uns behalten. Der heilige Borberat wird es gut gebrauchen können. Er findet Zuflucht, wenn die Armee anrückt. Natürlich, die Stärksten der Starken werden sich im Namen Borberats versammeln und Verteidigung für die Stadt bringen. Dennoch sind die Lehren des Borberats nicht, dass alles der Allgemeinheit dient. Borberat würde nach meiner Meinung nach nicht nach Geld betteln. Das ist richtig. Nun denn. Deswegen mache ich das ja auch. Astane schaut ein wenig abschätzig auf die Gestalt hinunter. Jetzt hier weiter. Nicht einmal ein Kupferstück also. Erziehe weiter. Spuckt vor euch auf in den Schlamm. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Stiefelt weiter. Asanio verdreht ein wenig die Augen und zeigt den buckligen Mittelfinger hinterher, als, so dass er es nicht sieht. Echt, Astanio, ich weiß, das ist manchmal schwierig, aber ihr sprecht sehr untypisch für diesen Ort, beziehungsweise für Leute, die sich so kleiden wie wir. Vielleicht solltet ihr euch ein bisschen mehr den, oder solltest du dich ein bisschen mehr den Leuten hier anpassen. Das fällt uns vielleicht auf, oder? Du weißt schon, dass du mit Astanio redest und anpassen. Also, er hat Aber ich sag genau mal. zwei Rollen drauf, den Soldaten und den alten greisen Mann. Ja, aber ich Du weiß, dass das hast. Tando ein cleverer Mann ist. Du hast den Gelehrten vergessen. Das ist doch der alte weise Mann. Ich denke, wir dürfen uns nicht mit Bettlern aufhalten momentan. Wir sollten zurückgehen. Das stimmt, aber ein gepflegtes Verzieh, ich jetzt glaube ich auch getan. Zumindest hat er gezeigt, dass er die Lehren Borberats verstanden hatte. Das hat uns dann vielleicht ein bisschen Vorteil verschafft in unserer Tarnung. Stimmt auch wieder. Also, auf zum Hauswahlrand. Asanio glückst noch in sich hinein, fast wie im Westen. Du meinst, dass die Kirchen gegeneinander arbeiten? Nein, dass die einzelnen Bastionen der Kirchen versuchen, sich selber zu bereichern im Namen ihres Gottes. Nun, ziehen wir weiter. Die Rondra-Kirche nicht. Das Tanjo. Oder Elena drückt das schaut so Lachen. Fragen zu Oskar rüber. Nun, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich glaube, das ist eine Diskussion für einen anderen Tag. Wir wissen nicht, wer zuhört. Und es geschaut so ein bisschen nach links und nach rechts, irgendwie Ja, in Richtung von Häusern. ihr habt recht, lasst uns zu Wallrand gehen. Was meint ihr wohl, wo Jandrik und Ora sich rumtreiben? Sind sie wirklich im... Ich glaube an die beiden, dass sie das mit dem, dass sie, egal was sie gerade tun, das schaffen werden, was sie sich vorgenommen haben. Ungenommen. Zumindestens Mora. Bei Jandrik Sollten. weiß ich, ja, zumindestens Mora. Bei Jandrik weiß ich nicht, ob er den Tempel stehen lässt. Aber ich glaube, das werden wir am ehesten erfahren, wenn wir zurückgehen. Und auch du, ein bisschen mehr Vertrauen in Jandrik wäre schon angebracht. Ich glaube auch nicht, dass Jandrik alleine dieses riesige Gebäude einreißen kann. Es sei scheut zum Himmel. Ein wenig Sarkasmus für die Ehre, Praius. Und
stapfe dann Richtung Wallrandhaus. Ihr erreicht das Haus und seht kurz bevor ihr da an dem Haus ankommt, in der Ferne schon eine echt relativ zerlumpte Gestalt in die Haustür eintreten. Folgt dann und öffnet euch auch, man kennt euch ja. Und dann seht ihr in der Wohnstube mit Moras Vater zusammen einen Haufen, vielleicht ein halbes Dutzend Männer und Frauen, die sich da versammelt haben. Moras Vater schenkt ein bisschen Wasser in Becher aus und gibt die einmal in die Runde. Und ich weiß nicht, wollen Mora und Jandrik auch noch dabei sein oder wollen sie sich alleine irgendwo noch weiter rumtreiben? Gut, dann sind die nicht vor Ort. Ja, als Oskar dann eintritt, würde er erstmal Egon Wallrand wie in den Leuten suchen. Das heißt ja, oder er schenkt ja gerade Wasser ein. Und dann würde ich auf ihn, oder würde Oskar auf ihn zutreten. Gustav, sind das alle? Ja, alle, die sich getraut haben, herzukommen. Gut. Ich danke euch. Gut. Und Oskar dreht sich dann zu den anderen beiden um. Ist das okay für euch, Stanio, Elena, wenn ich vielleicht am Anfang das Wort übernehme? Und ihr solltet nicht mehr weiter wissen, wie sonst auch immer, wie früher unter die Arme greift. Oskar, du bist unser Sprecher. Mach nur. Das kriegst du schon hin, Junge. Und Oskar würde sich dann ein wenig gerader aufstellen, dann die Kapuze nach hinten werfen, die er vorher noch auf der Straße auf hatte. Und sich dann, also betrachtet macht die Menge, die werden sich in einem Raum versammelt haben, ne? Wie im Wohnzimmer oder so, genau, sag ich mal. Ja, in der Stube. Ja, und dann würde Oskar sich erstmal so an eine Wand begeben, dann mit der Faust ein wenig gegen die Wand klopfen, dass er die Aufmerksamkeit von einem bekommt. Ja. Und dann kommt einer. Schauen alle zu dir. Und Oskar denkt einen kurzen Moment nach. Ich denke, ihr wollt wissen, warum ihr hier seid. Nehme ich an. Aber zuerst einmal der Höflichkeit. Mein Name ist Oskar. Ich bin Oskar Gerdenthal. Ich freue mich, dass ihr hier erschienen seid. Danke schon mal dafür. Und dann nickt Oskar einmal, blickt einmal durch die Gesichter der Leute, die sich ihm da zeigen. Und würde schon mal so grob einschätzen wollen, wie gerade so die Lage bei denen ist. Wie. Du bist gemutet? Die haben ziemlich steinerne Mienen und schauen dich aber auch sehr neugierig an. Und könnt mal gucken. Dann ergreift Moras Vater das Wort. Das sind Talum, Linka, Akan, Wernwart, Rabane und Borbel. Oskar würde sich diesen Namen natürlich merken. Der Kakao hat damit seine Probleme. Ich grüße euch. Und Oskar verneigt sich dann kurz. Ihr kennt mich nicht. Und das hat auch einen Grund. Ich und meine Freunde hier hinter mir auch kommen offensichtlich nicht von hier. Teilweise nicht mehr aus diesem Land. Wir
sind aus dem Westen. Ihr seid Und mit Valrans Tochter vorhergekommen, nicht wahr? Ganz genau. Das hieß, sie wäre verstorben. Nun, Götter sei Dank, ist das nicht der Fall. Sonst hätten wir es wohl ziemlich schwer hier gehabt. Aber, ja. Auf die Götter ist kaum noch Verlass in dieser Stadt. Eine Ansicht, die ich gut verstehen kann. Und trotzdem sind wir hier, um euch hoffentlich noch vom Gegenteil überzeugen zu können. Denn, wie bereits gesagt, wir sind aus dem Westen hier. Wir sind sowas wie Vorboten des Heeres, das kommen wird. Und es ist auch bald hier. Und es ist hier, damit ihr tapferen Bürger dieser Stadt, endlich von eurem Joch, von dieser Quälerei, befreit werdet. Allerdings sind wir auch hier, um euch zu sagen, dass es, naja, auch eure Hilfe benötigt, damit wir diese Stadt sichern können, ohne dass es zu größerem Leid kommt, als es ohnehin schon hier ist. Das, was uns am Leben gehalten hat, ist, dass wir lange nichts gemacht haben. Ich weiß. Und das war auch genau richtig so. Ich sagte, wir kommen aus dem Westen. In meinem Fall stimmt das. Allerdings bin ich schon bereits als kleinerer Junge in den Osten gekommen und habe hier gelebt. Ich komme aus Neu-Ogenwacht. Vielleicht habt ihr davon gehört. Relativ nah am Wall. Und deswegen verstehe ich eure Situation absolut. Wobei ich, glaube ich, nicht im Ansatz das Ausmaß dessen erahnen kann, was es bedeutet, in Altzoll zu leben, statt in Neu-Ogenwacht. Aber auch ich habe mich viele Jahre meines noch jungen Lebens verstecken müssen. Und das, was ich bin, das, wofür ich stehe und die Überzeugung, für die ich eintrete. Und Osgood kramt unter seiner Robe hervor, die er jetzt auch, also diese braunen Lumpen, die er trägt, lüftet er ein wenig. Darunter ist dann zumindest der beige Teil seiner Drei-Schwestern-Ordensrobe zu erkennen und holt dann von unter seinem Hals sein hölzernes Symbol hervor, was er dann noch mitgenommen hat oder dann aus der Tasche holt. Denn ich bin ein Novize der Herren Pereine. Ich lebe seit Jahren hier und auch ich weiß gut, was es bedeutet, sich klein zu halten, zu verstecken und die Schrecken dieses Landes ertragen zu müssen. Deswegen, ich verstehe euch sehr gut. Auch ich habe jahrelang den Albträumen der Dämonenfürstin ausgesetzt gewesen. Und ich verstehe euch gut, gerade hier im Zentrum all dem, von all dem Übel. Und ich verstehe es gut, dass ihr Zweifel habt. Zweifel, ob das, was ich sage, überhaupt noch einen Sinn hat oder ob das funktionieren kann, was ich euch gleich erzählen werde. Aber ich sage euch, zusammen mit der Hilfe der noch übrig gebliebenen Bürger hier aus der Stadt, können wir es schaffen, diese Stadt von diesen Nekromanten und von dem Einfluss von Targunitor zu befreien. Aber was ist mit Borberat, meint die Junge, also es ist fast noch ein Mädchen, würde Osko sagen. Das sehr, sehr junges Gesicht, allerdings eine tiefe Furche quer durch das Gesicht gezogen als Narbe. Schaut dich da mit irgendwie großen Augen an. Auch im Borberat können wir uns dann kümmern. Nur können wir in unserer aktuellen Situation vor allen Dingen uns erst einmal um Targunitor kümmern und um ihren Einfluss. Denn ihr bösartiger Wille hält dieses Land besetzt, verpestet den Boden und lässt diese Toten durch die Gassen laufen, durch die Wälder, durch die Felder. Und wenn das Heer diese Stadt einnehmen könnte, gibt es auch durchaus die Möglichkeit, dass der Einfluss von Borberat hier
schmälert wird, gemindert wird und vielleicht sogar verfällt. Aber ich möchte auch gleichzeitig ehrlich zu euch sein, ich kann das nicht wissen. Auch ich glaube daran. Na, ich sehe ein, dass Targunitor der Hauptgegner ist. Aber ein guter Einwand von dir. Meine Eltern sind Borberat-Anhänger gewesen. Gewesen? Ja. Sie haben es nicht geschafft. Es tut mir leid. Deswegen bin ich hier. Osko nickt. Das tut mir leid. Ja, sie haben ihre Tochter nach Borberat benannt. Borbel. Borbel. Ich verstehe. Dann Borbel. Ich habe auch einen oder anderen schon verraten hier. Als ich noch jünger war. Ich verstehe. Arkan hat wegen mir mal 20 Peitschenhiebe bekommen. Und Osko schaut dann zu dem Mann namens Arkan. Schaut mal, wie der so auf das reagiert. Der nickt und schaut aber auch sehr angestrengt auf das junge Mädchen rüber. Ich verstehe, Wir können ihr nicht trauen. Sagt er zu dem Mädchen, Entschuldigung. Ja, sagt er in die Runde. Der hat uns schon mal verraten. Da war ich 5. Einmal Verräter, immer Verräter. Ich verstehe auch eure Zweifel an den Mädchen. Aber Borbel, komm noch einmal näher. Und dann gehe ich so ein bisschen in die Hocke. Stell mir vor, die ist ein bisschen kleiner als ich. Borbel, wenn du mir jetzt sagst, dass das, was damals geschehen ist, als du so jung warst, dass das eben geschehen ist und dass du dich verändert hast, dann möchte ich dir das glauben. Ich weiß nicht, ob ich mich verändern habe. Ich bin größer geworden und ich habe meine Eltern verloren. Aber an wie die sieht's denn aus? Wolverathkirche. Deswegen hasse ich sie. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Also hast du dich verändert. Und deswegen möchte ich dich fragen, jetzt im Namen aller. Wie stehst du dazu? Glaubst du? Oder dann machen wir es anders. Ich muss von euch etwas verlangen. Oder zumindest etwas erbitten. Stopp, meint sie. Ja. Ich bin, glaube ich, die Einzige hier, die besondere Fähigkeiten hat. Und ich bin die Einzige, der hier nicht getraut wird. Besondere Fähigkeiten? Ich bin magiebegabt. Oh, sehr gut. Und Osko lächelt ein wenig und schaut dann zu Astanio rüber. Astanio schaut kalt auf das Mädchen und fragt, natürlich Magie begabt oder Borberat Magie begabt? Borberat. Langsam nickt. Er nickt langsam. Ich verstehe. Ich will helfen. Aber ich weiß auch, dass mein Ruf hier nicht der beste ist. Ich habe einen Vorschlag. Oh, das ist gut. Dann erzähl. Um das Ganze hier abzukürzen, Arkan. Schaut so ein bisschen zu abgehässig zu dem rüber. Der schickt einen finsteren Blick zurück. Ich gehe jetzt mit diesem Novizen der Pareine nach draußen. Er sagt mir, was ich machen soll und schickt mich als allerersten auf irgendeine Mission alleine. Und ich höre gar nicht, welche Aufgaben er euch gibt, dann kann ich euch nicht verraten. Osko schaut ganz kurz und wenig, auch besorgt zu der Natürlich Kleinen. Alleine. Dann können wir schon mal eine Sache komplett abhaken. Und dann kommt Osko ja etwas näher schon, also auch wo wir noch im Raum sind, und sagt dann, ist das denn wirklich okay für dich? Gibt keine andere Möglichkeit, oder? Wenn wir jetzt hier rumstreiten, verlieren wir nur Zeit. Osko lächelt breit. Und
schaut sie auch wirklich freundlich an. Du bist eine ziemlich weise junge Frau. Und deutlich weiser als einige erwachsene Männer, die ich schon kennengelernt habe. Gut, komm. Oder, ja, doch. Osko würde sie dann kurz mit nach draußen nehmen. Wobei ich nochmal fragen müsste, was für eine Uhrzeit haben wir gerade? Es ist abends. Es ist abends, okay. Denn vielleicht noch schon ganz kurz, Uti, denk mal, wir beginnen dann mit dem Plan am nächsten Tag, oder? Könnte auch denn die Nacht nutzen. Okay. Okay. Ja, dann wieder. Ja, dann geht Osko kurz mit ihr nach draußen, würde vorher sich noch an die Menge wenden, dann sagen wir, einen Moment. Geht dann mit ihr nach draußen. Wernwart mal ruft dann noch hinterher, stopp, können Sie nicht alleine laufen lassen. Das ist, wie gesagt, das ist eine Aufgabe, die nicht erledigt wird. Dann gehe ich halt mit ihr. Solange ich das nicht muss. Astanion verdreht einmal die Augen gen Himmel und geht mit Osko einfach vor die Tür. Ja, Moras Vater nimmt Osko so zur Seite. Seht ihr, das ist der Zustand des Widerstands. Die trauen sich alle gegenseitig nicht. Das ist nur der Anfang. Ich habe nichts anderes erwartet. Aber wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Ja, dann folgt Osko danach draußen. So. Und? Also, ich wiederhole nochmal, weil es ist sehr wichtig, dass du dir auch bei sicher bist. Denn ich denke mal, du bist ja auch im Klaren, dass das, solltest du gefasst werden, den Tod für dich bedeuten kann. Und du bist noch jung. Auch wenn ich nicht gefasst werde, werde ich getötet. Ich glaube, es gibt keine Option, auch wenn wir alles schaffen, was du uns hier anbietest, dass ich am Leben bleibe. Da habe ich schon andere Erfahrungen gemacht, Mädchen. Schön für dich. Ich habe andere Erfahrungen. Der Tod gehört hier dazu. Falls wir scheitern, komme ich sowieso wieder. Falls ihr Erfolg habt, habe ich vielleicht noch eine gute Tat getan und komme eventuell irgendwo in irgendeiner Halle irgendeines Gottes. Oder es ist eben alles vorbei. Alles ist gut, auf seine Art und Weise. Ich sehe, du bist fest in deiner Überzeugung. Gib mir irgendwas. Okay. Wie wär's denn damit? Du sagtest, du bist magiebegabt. Richtig. Kann Leute beeinflussen. Kannst Leute beeinflussen. Okay. Oscar? Ja. Sollten wir nicht die Möglichkeit erwägen, zur Statthalterin vorgelassen zu werden? Wenn sie wirklich Leute beeinflussen kann, ist das eine Fähigkeit, die uns dabei nutzen könnte. Das ist eine gute Idee. Und dann schaut euch zu Arnhild? Ja. Das wird nicht einfach. Niemand hat gesagt, dass das einfach wird. Astanio krempelt seinen Handschuh um und zeigt sein Mal. Aus 1 macht 2. Krempelt ihn wieder zurück. Zwei intelligente Köpfe schaffen das schon. Du bist der Erste, der mich intelligent nennt. Dankeschön. Weil du wahrscheinlich nur mit Idioten wie dem da drin zu tun hast, richtig? Ich würde ihn nicht Idiot nennen. Er hat seine Gründe für das, was er tut. Die hast du genauso. Das ist richtig. Osko? Ja. Bist du damit einverstanden, dass ich sie unter die Fittiche nehme? Natürlich. Keine Angst, ich bringe ihr schon nicht das Fechten bei. Er zwinkert dir einmal zu.
Ich glaube, dafür ist es auch gerade ein bisschen zu spät. Aber ist dafür, Ersko, ist es niemals zu spät. Und da hörst du den alten Lehrer, den Astalio aus dem Dorf, und Astalio grinst dich aus voller Miene an. Ja, Ersko verdreht so ganz, ganz enorm die Augen und schaut dann auch so in ihre Richtung und macht dann so eine Geste von so einem klappernden Mund. Ja. Wisst ihr denn überhaupt, wo sich Arnold aufhält? Wo hält sie sich denn auf? Keine Ahnung. Ich meine, da hatten wir das nicht in Erfahrung gebracht, oder? Es hieß im Tempel. Genau. Soweit wir wissen, befindet sie sich doch aktuell im Tempel, oder? Wie gesagt, keine Ahnung. Wie gesagt, wir haben da Informationen. Wir haben ein bisschen Vorarbeit geleistet. Also gehe ich mit dem alten Mann in den Tempel und guck, dass wir vorgelassen werden. So schaut der Plan aus, Kleine. Ich tue mein Bestes. Ersko? Ja, was, Daniel? Sorgt dafür, dass der Alte da drin nicht irgendeine Scheiße verzapft. Was wir jetzt nicht für gebrauchen können, ist irgendein Streit unter den Verbündeten. Verstanden? Gebt ihnen Aufgaben, dass sie was zu tun haben. Keine Sorge, das habe ich vor. Es gibt genug zu tun. Ersko weitet so kurz die Augen. Astanio klopft. Das Mädchen geht irgendwie zu Astanio hin, lässt sich auf den Rücken klopfen oder auf die Schulter. So, wir beide also. Eins vorweg. Ich rette dich nicht, wenn irgendwas ist. Astanio grinst dich an. Oh. Wenn wir auffliegen, fliegen wir auf. Sind wir beide tot. Das wird ein perfektes Match, würde ich sagen. Wenn ich die Gelegenheit habe, lebend rauszukommen, würde ich dich sogar opfern. Das sind ja schon mal zwei. Gut, dann wissen wir ja, woran wir sind. Astalio zwickert Ersko Zyphis dann zu und klopft. Wenn wir im Tempel sind, halt die Schnauze. Du redest zu auffällig. Danke, das habe ich ihm auch gesagt. Oh, gut. Astalio verdreht seinerseits einmal die Augen nach oben, lächelt Ersko dann an und klopft nochmal auf die Schulter. Ersko zwinkert dir auch zu. Sag ihr, wenn ich nicht zurückkomme, sag ihr, dass ich sie immer geliebt habe. Und damit wirk. Ist so ein Erwachsenen-Ding. Ich bin auch erwachsen. Astalio lacht einmal lautstark und sagt, komm, Mädchen, wir gehen. Ja, dann, als Astalio sich vielleicht schon zum Drehen aufmacht, greift dann Ersko ihm noch an die Schulter. Astalio, ja? Pass auch du auf dich auf. Ich bin ein alter Fuchs. Ich kenne die Wolfseisen genau. Schaff das schon. Und dann klopft Ersko dir auf die Schulter. Gut. Ihr beide habt was zu tun. Und dann dreht Ersko sich auf der Stelle um und geht dann wieder ins Haus. Viel Erfolg. Die anderen warten und tuscheln gerade so. Elena nimmt dich in Empfang. Das ist ein echt zerstrittener Haufen hier. Also ich musste die beiden da gerade trennen. Sonst hätten die sich gegenseitig die Fresse einpoliert. Ja, dann hatte die Kleine auch wieder recht. Wir sollten ihnen nämlich was zu tun geben. Ja, also, falls du dich wundert, warum Arkan eine gebrochene Nase hat, das war ich. Wollte nicht aufhören. Klingt fair. Jetzt ist er ruhig. So, und Ersko wendet sich dann auch an die Menge. Da ihr ja genug Energie habt, euch zu streiten, dann sollten wir euch vielleicht noch was zu tun geben, oder? Wenn ihr dabei seid. Denn wie bereits gesagt, wir können die Stadt nicht alleine, der Stadt nicht alleine helfen. Wir brauchen eure Hilfe dafür. Und ihr müsstet für uns etwas erledigen. Egon meinte, dass ihr noch zu dem Rest der vielleicht noch erreichbaren Leute Kontakte pflegt. Stimmt das?
Das, was sich Rest nennt, meint Linka. Es wird reichen müssen. Ich denke mal, ich muss euch nicht erzählen, dass am Stadttor sich einer dieser Dämonenrufer aufhält. Das ist ein Dämonenrufer. Ah, ihr wisst es noch nicht, dann ist gut zu wissen. Wir haben ein wenig Recherche betrieben. Die Tore werden mittels in die Mauern eingelassener Dämonen kontrolliert, dass sie auf- und zugehen können. Aber dieser Dämon ist an sich machtlos, wenn er nicht von einem kleinen Nekromanten, sagen wir es mal so, herbeigerufen wird. Die müssen sich in direkter Nähe zum Tor aufhalten. Und dann, Bosco ist dann mit Elena mal rumgelaufen. Haben wir schon so jemanden gesehen? Nee. Ja. Also vielleicht, also weiß ja nicht, wie die aussehen. Mhm. Diese Dämonenrufer befinden sich immer in direkter Nähe zum Tor. Wir brauchen eure Hilfe dabei, diesen Dämonenjäger auszuschalten, egal auf welche Art und Weise. Denn dadurch würdet ihr dem ganzen Rest der Stadt die Flucht ermöglichen, wenn wir zu unseren anderen Teilen des Plans kommen. Denn wir, und Osko schaut dann jetzt noch in Richtung Elena und unsere anderen beiden Verbündeten, werden in den Tempel eindringen und den Kristall, der verschiedene magische Winde oder so, was Tino kennst du mit aus, hier bündelt, zerstören. Dadurch werden dann die Untoten nicht mehr in der Lage sein, aus euren Kellern hervorzukriechen und euch oder die Armee anzugreifen. Und sollten wir damit erfolgreich sein, werden wir euch ein Zeichen geben, auf das dann das Tor aufgemacht werden kann, sodass der Rest fliehen kann. Allerdings müssen wir dafür einerseits die Bewohner dieser Stadt erreichen. Dazu brauchen wir einerseits euch und das Tor muss frei sein von diesen Dämonenrufern. Wir können nicht, wir sind wenig Leute, wir können nicht überall zugleich sein. Deswegen müssen wir das nochmal... Sehen wir so aus, als ob wir Magier umbringen können? Wer sagt es? Du, Akan? Nee. Wernwald alleine? Auch nicht. Aber ihr sechs hier zusammen? Ihr schon eher. Nehmen wir mal, ihr seid ein Dutzend. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit. Solltet ihr zwei Dutzend sein? Wenn wir am Tor mit einem Mob auftauchen, sind wir sofort tot. Keine Sorge. Wir werden das schon hinkriegen, dass die Aufmerksamkeit der Wachen woanders hingelegt wird. Das schaffen wir. Also lenkt Borbel die Wachen ab. Ja, in gewisser Weise. In Zusammenarbeit mit unserem Freund Astanio hier. Ihr müsst wissen, Astanio ist perfekt dafür, eine Ablenkung zu erschaffen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ich denke, ihr könnt im Laufe der Nacht... Das klingt wie ein Alvarans-Kommando. Und Osko, schmunzeln bin ich in sich hinein. Wie soll ich das denn den Leuten schmackhaft machen? Wir verlassen uns auf Borbel, die eine Ablenkung macht? Nein, Borbel tut die nicht. Ein ausgebildeter Weißmagier tut das. Und Borbel hilft ihm dabei, ins Gebäude reinzukommen. Ein Weißmagier lenkt eine ganze Garnison ab. Ja. Und Osko schaut dabei sehr überzeugt. Und wir können jetzt mit Mistgabeln und Fackeln einen anderen Magier umbringen. Und an seiner Leibgarde vorbei oder so. Glaubt ihr, der ist da ganz unbewacht am Tor? Wir lassen ihn da alleine? Nein, vermutlich nicht. Aber, und in dem Moment würde Osko zu Elena schauen. Ich denke, wir haben tatkräftige Unterstützung für euch. Und Osko schaut dann so ein bisschen Fragen in ihre Richtung, ob es für sie okay ist. Nickt. Denn meine Freundin Elena hier, und er klopft dieser sehr großen, muskulösen Frau auf die Schulter, ist Amazonin. Ausgebildete und tapfere Kämpferin.
Und ich würde behaupten, dass Elena das mit eurer Hilfe hinkriegen wird. Habe ich recht? So Rondra will. Ja, und Oskar schaut dann zu den anderen. Ich weiß, unser Vorhaben klingt für euch wie blanker Wahnsinn. Ich verstehe das wirklich gut. Und dass ich euch vielleicht nicht damit, ich kann, werde euch nicht damit erreichen können, dass ihr an die Götter glaubt, die ihr so lange für Abwesen gehalten habt. Psst, Oskar. Elena flüstert dir ins Ohr. Lass mich mal machen, kurz. Ich spiel mit. Mach. Elena baut sich so hinter dir auf. Zieht dann ihren Säbel aus. Hält den so zwischen die Leute. Wenn ihr mir nicht vertraut, vertraut diesem von den Göttern geweihten Säbel. Die Herrin Rondra selbst hat ihn für uns geweiht und Astanio, unser Weißmagier, hat ihn mit magischen Kräften versehen. Derjenige, der ihn trägt, das bin ich, ist unbesiegbar. Versammelt euch hinter mir und ich halte euch die Soldaten vom Leib. Ja, Oskar schaut dann, als dann Elenia sich so aufbaut und dann Oskar ein Raunen geht an. Durch die paar Leute. Mhm. Ja, und Oskar macht mal so... anfassen? Nein. Das ist zu gefährlich. So ein Säbel darf nur in den Händen einer Amazone geführt werden. Ah, verstehe. So ein Frauending. Vor allen Dingen so ein Rondra-Ding. Aber genau. Deswegen fürchtet euch nicht, wenn ihr Elena dabei habt. Also, wenn das so ein magisches Schwert ist, dann hat das ja Sinn. Ich glaube, das kann ich meinen Leuten vertickern, ja? Elena zwinkert Osko zu. Ja, der nimmt das wahr, aber beachtet das nicht. Ihr seht, nach der langen Zeit, und dabei greift Osko in seine Tasche und wird dabei so ein bisschen rum. Er hat ein bisschen Erde dabei, die er schon vorbereitet hat. Legt dann die andere Hand auf diese leichte Kuhle, die er in seiner rechten Hand gebildet hat, legt die linke da oben drauf. Hält dann das beide vor denen. Ihr merkt schon, dass nach all der Zeit, die ihr jetzt hier ausgehalten habt, dass ein anderer Wind hier weht. Und ich kann euch sagen, dass die Götter mit uns sind. Und dass wir mit ihrer Hilfe, mit eurer Hilfe und unserem Tatendrang, dass wir es schaffen können. Und ganz kurz konzentriert sich Osko, denn in der linken Hand hat er seinen Achat dabei und macht ein kurzes Stoßgebet an die Herrin Pereine, schießt dabei die Augen, kneift sie zusammen und dann zieht er die linke Hand nach oben und unter dieser linken Hand befindet sich eine kleine, saftig grüne, knospende Pflanze da drin. Oh. Und dann geht Oskar auf Arkan zu und ja, das ist der Einzige, der noch ein bisschen skeptisch guckt. Und reicht ihm dann halt diese Pflanze hin. Schau sie dir an. Was? Was soll ich mit dem Ding? Du sollst gar Pflanzen nicht. Retten uns nicht. Nein. Und aber mit ist ein Verlaub, dafür. Wenn die da unbesiegbar ist mit dem Schwert, warum habt ihr nicht schon längst angegriffen? Weil sie auch nur an einer Stelle sein kann. Und immer nur an einer Stelle, auch am Tor. Oh, Akan, jetzt halt doch einfach mal die Fresse, Mann. Vollkommen richtig. Aber was diese Pflanze hier angeht, das ist die Arkan, einzige realistische Chance, die wir haben. Ich glaube ihr kein Wort. So Götter und Magie geht doch gar nicht zusammen. Woher willst du das wissen? Bist du Magier oder was? Nein, aber ich
kenne den Bruder von der Schwester von dem Onkel. Alrik, und der war mal Dragunitod-Priester. Aber im Gegensatz zu Dragunitod, die diese Untoten euch beschert hat, verdorrte Erde, monströse Pflanzen, oder wenn man das noch Pflanzen nennen kann, die überall rumkräuchen, diesen Gestank nach Pisse und... Du meinst Pflanzen, die unnatürlich wachsen, so wie das da in deiner Hand? Aber ich glaube, die hier wird nicht versuchen, dich zu fressen. Das weiß man hier nie so genau. Versuch's. Sie ist nicht giftig. Sie wird deine Hand nicht zum Brennen bringen. Nein, sie danke. Wird dir nicht in den Finger beißen. Rapne fängt an zu lachen. Akan, hast du Angst vor einer Pflanze? Ich weiß, ja. Es ist eine wirklich erschreckende Pflanze. Und es kommt gut auf dieses kleine Mini-Gewächs. Geht nicht darum, wovor ich Angst habe, verdammt. Ich will nur bei den ganzen Kack nicht draufgehen. Oh, wenn du sie anfährst, wird da schon nichts passieren. Und Osko nimmt sie dann und er beißt dann eines der Blätter ab. Ganz normal. Nichts dran. Ja gut. Ganz normale Pflanze. Aber du hast recht, Arkan. Die Pflanze wird diese Stadt nicht befreien. Nein. Aber nimm sie mit und denk einfach daran, dass ihr nicht so alleine seid, wie ihr die darüber gedacht habt. Wir sind das eines der ersten Zeichen gewesen. Das ist das zweite Zeichen. Und heute Nacht werden wir noch ein Zeichen setzen. Und ich denke, mit diesem zusammen werdet ihr schon bald nicht mehr hier in Knechtschaft leben müssen. Wie klingt das? So schön, um wahr zu sein. Das glaube ich. Und Osko gibt ihm dann, oder würde ihm dann jetzt den Rest dieser Pflanze mitsamt der Erde rüberreichen. Und was deine Nase angeht, lass mich da gleich noch helfen. Es streitet sich besser mit einer zumindest stabilisierten Nase. Keine Sorge, ich bin Heiler. Ich bin wirklich Heiler. Heilung ist verboten hier. Genauso wie es verboten ist, das Tor zu stürmen. Und Osko zuckt mit den Schultern. Wo du recht hast, hast du recht. Wir sind ja nicht hier, spar dir das. Spar dir das ruhig. Brauchst du die Kraft vielleicht für was anderes. Ich rede halt jetzt nur komisch für eine Weile. Bitten, er gibt damit bei den Frauen an. Wenn's nur, und wenn es so wäre. Aber dass du schmerzt, das muss ja nicht sein. Die Nase wird sowieso ein bisschen schief bleiben, das kannst du nur mit den Frauen angeben. Und die war schon vorher schief. Und dann würde ich die einmal trotzdem kurz richten. So. Oh. Siehst du? Immer noch schief. Aber schmerzt hoffentlich nicht mehr so sehr. Besser? Gut. Also, noch einmal. Versucht, so viele Leute für euch zu gewinnen, wie es möglich ist. Wir treffen uns um kurz vor Mitternacht in der Gasse vor dem Tor. Vor der Garnison. Der Wachgarnison. Bringt so viele Leute mit, wie ihr rekrutieren könnt. Und Mist, okay. Gabeln und Fackeln, wenn ihr habt. Oh, das wäre sehr gut, ja. Gut. Was machst du, Pflanzenrufer? Ich werde mich mit den anderen beiden zusammentun, die gerade noch unsere Arbeit erledigen. Werde sie darüber in Kenntnis setzen, dass hier
bereitwillige Leute gefunden habe, die uns helfen wollen, und dann werden wir zusammen in den Tempel gehen. Gut. Nun denn, und Osko krempelt sich die Arme nach oben, knackt mal mit den Schultern. Es ist so Eigenart von der Herrin Vereine, dass die Faulheit ziemlich missbilligt. Deswegen sollten wir, glaube ich, an die Arbeit gehen. Ja, wir haben alle was zu tun jetzt. Die Leute stellen ihre Becher weg und machen sich darauf, rauszugehen. Und denkt daran, die Götter sind mit euch. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ah ja. Viel lieber habe ich, dass das Schwert da mit uns ist. Oh, das wird sie tun. Dann gehen die raus. Moras Vater atmet einmal ganz tief da rein und aus. Und Osko, er würde sich so ein bisschen an die Wand lehnen, mit seinem Arm einen dieser Tonkrüge mit Wasser greifen und sich einmal so in den Rachen schütten. Elena schüttelt sich so, oh, wie schaffen Mora und Jandrik das nur mit diesen... Diese eine Lüge hat mich ja jetzt schon total den Schirr gemacht. Das war eine super gute Idee, ich wäre da gar nicht drauf gekommen gerade. Die brauchen irgendwas, woran sie sich festhalten können. Ja, und mir ist da eingefallen, dass vielleicht, auch wenn das ein schönes Zeichen ist, meine Verbindung zur Herrin da irgendwie nicht so aussagekräftig ist. Da kannst du ein größeres Zeichen setzen. Mein Problem ist nur, wenn ich vorne weglaufe und euch irgendwas abkriege, ist unsere Moral dahin. Und Osko, also in seinem Blick erkennt sie, dass er das anerkennt, denn es ist wohl besonders wichtig, dass du dich nicht treffen lässt. Aber es gibt, glaube ich, keine andere Gute. Das ist deine ganze Wachgarnison. Deswegen müssen wir hoffen, dass wir mit der Zerstörung dieses Kristalls genug Aufsehen erregen, dass sie vielleicht von was anderem angezogen sind. Wenn die halbwegs fähige Soldaten sind, lassen sie sich davon nicht abziehen. Schon recht nicht, wenn die jemanden bewachen müssen. Nun, aber es sind ja keine Drachengardisten. Ich glaube, dass auch die Leute, die hier gewöhnliche Wachen sind, auch nicht wirklich große Motivation haben. Oder? Ich gebe mein Bestes. Aber die haben schon recht, es ist ein Alvaranskommando. Das war es immer. Wenn du rausgehst und dich mit Astanio triffst und ich komme nicht wieder, sag ihm, ich habe ihn immer geliebt. Osko lächelt. Kneif kurz die Augen zusammen und ja, mache ich. Und dann tritt Osko nochmal auf Elena zu, mit beiden Händen an ihrer Schultern. Pass bloß auf dich auf. Ich werde es müssen, sonst wird das Ganze scheitern. Das ist die Einstellung, die ich hören möchte. Ich sollte mich jetzt langsam auf die Suche nach den anderen beiden machen. In meinem nächsten Leben werde ich Mora. Die steht nie in vorderster Front irgendwo. Andererseits, das ist sehr unruhig, so zu sterben. Mit so einem leicht verschmitzten Lächeln nickt Osko ihr zu. Hey, Taliomel hat das auch geschafft, dann kann ich das auch. Die hat sogar ein ganzes Heer aufgehalten. Na also. Ich glaube, ich suche jetzt am besten die anderen. Ja. Und Osko kneift die Augen zusammen, nimmt nochmal einen tiefen Atemzug. Herrin mit mir. Stopft dann seine Halskette wieder tief unter seine Robe, wirft sich diese Lumpen über. Wir sehen uns. Und dann tritt Osko aus der Tür hinaus.
Dann schwenken wir mal rüber zu den beiden, die jetzt gerade noch im Tempel unterwegs waren, zuletzt. Geht's für die hin? Ja, wir lassen ja gerade den Tempel hinter uns, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und damit auch ein wenig. Und schütteln uns noch ein bisschen den Schrecken aus den Knochen. Und Mora wurde auch erst in einigen Metern Abstand vom Tempel. Es überhaupt erst mal wagen, über die Schulter zu blicken und dieses Gebäude anzusehen. Und überhaupt das Wort zu ergreifen. Dieser wenig. Der Typ ist widerlich und nie weiß man, was er will. Man für ihn spielt, gegen ihn, vielleicht beides gleichzeitig. Wahrscheinlich. Was Aber wollte er? Er will ja witzigerweise immer genau das, was wir sowieso machen wollen. Aber langsam beginnt es mich doch zu wundern, worauf das hinauslaufen soll. Denn ich bin ziemlich sicher, dass ganz am Ende etwas steht, das wir nicht wollen. War es nicht so? Also das, was wir belauscht haben in der Taverne, ja? Ein wenig soll es doch selbst gewesen sein, der Lucardus von Kemet dazu gebracht hat, zumindest auf die Idee gebracht hat, den Splitter der Targuni-Taut in eine Waffe zu legen, ja, und eine Waffe anfertigen zu lassen. Wahrscheinlich will er dieses Ding. Ja, und dieser Kristall, der wahrscheinlich unter diesem Tempel sitzt, warum auch immer dort, aber egal. Wenn der diese magische Energie aufsaugt und beherbergt, vielleicht denkt Lucardus von Kemet, dass er für diese Waffe ist. Aber vielleicht hat ein wenig doch andere Pläne mit dieser Energie. In jedem Fall darf keiner von beiden sie nutzen. Richtig. Und schon gar nicht die ganzen Nekromanten, die diese Toten aus den Gräbern ziehen. Oder aus den Kellern dieser Stadt. Die Frage ist, wie wir da rankommen, ohne dass der eine oder andere es merkt. Ein wenig wird uns beobachten. Er hat gesagt, wir kommen da nicht ran. Es wäre gefährlich für uns. Und tatsächlich glaube ich ihm. Ja. Aber ich lasse mir nicht von ihm helfen. Der Preis ist zu hoch. Wir müssen zu den anderen. Ja. Wir müssen mit Astanio sprechen. Er ist der Einzige, der diese ganze Situation jetzt verstehen wird. Aber ganz ehrlich, ich verstehe nichts davon. Das ist so widersprüchlich. Ich denke, es ist mehr als eine Sache, die hier vor sich geht. Und jeder treibt sein Spielchen auf die eine oder andere Weise. Ganz genau. Lass uns zurückgehen. Ja. Und die beiden machen sich auf den Weg durch die kleinen Gassen, durch die Schatten, zurück zum Haus von Egon Walrand. Ja, dann lauft ihr zurück durch die Schatten in den Seitengassen. Hat Astano die im Blick? Weil seine Begleiterin wird eher auf der Hauptstraße langlaufen, auf dem schnellsten Wege. Ja, Astano wird wahrscheinlich sehr, ein bisschen hat er sich ja dann doch von dem Jungen abgeguckt, also von Jandrik, und wird dann doch die Seitengassen immer wieder mal begutachten. Und dann sieht er wahrscheinlich die beiden dort in den Seitengassen laufen. Und Astanio wird versuchen, wird einmal zu der Kleinen rufen, stopp mal kurz, und einmal mit seinen Fingern leisen einen Pfiff ausstoßen, der gerade so in die Gasse hörbar ist. Ja, wenn Jendrik das sieht, schaut er rüber, nickt und tritt dann ein bisschen zurück, damit Astanio kommen kann.
ohne dass wir gesehen werden von allen möglichen Leuten. Er ist in Begleitung einer weiteren Person, die ihr nicht kennt. Eine junge Frau. Ich mustere die junge Frau. Wie sieht sie aus? Trägt sie irgendwas Auffälliges? Irgendwas, was ihren Stand verrät? Oder etwas einfache, anderes? Bäuerliche Kleidung. Ziemlich dreckig. Strähniges, blondes Haar. Kurz geschoren. Relativ junges, eigentlich hübsches Gesicht, wenn da diese riesige quere Narbe nicht wäre, die quer durch ihr Gesicht läuft. Wen haben wir denn da? Fragt Moro ganz offen. Diese Dame wird mir vermutlich Einlass zur hiesigen Statthalterin bescheren. Wie und warum ist jetzt falscher Ort, falsche Zeit? Was habt ihr rausgefunden? Auch falscher Ort, falscher Zeit. Verstehe. Es beginnt ihre Mission schon, ohne dass wir uns absprechen. Oskar wird euch was sagen, wir sind Vorhut. Die Hauptmission geht an euch. Ich mache nur Nebengeplänkel, könnte man sagen. Die Hauptmission ist gar nicht so ohne und ich glaube nicht, dass wir sie auch nur ohne dich überhaupt antreten können. Wir brauchen dich. Eine kurze Frage als Spieler und nicht als Astanio. Hat Astanio auch die Flugblätter von Arnold gesehen? Ja, die sind überall. Okay. Maura, tust du mir einen Gefallen? Kommt drauf an. Du auch? Unterhaltet euch mal bitte da hinten. Ich möchte mit Jandrik alleine sprechen. Dringend. Jandrik wird sichtlich irritiert. Nickt und tritt näher an die junge Frau heran, um den anderen beiden einen Weg Luft zu lassen, dass sie weggehen können. Und mustert die junge Frau aus dem Augenwinkel immer wieder. Jandrik, ich tue das aus zweierlei Dingen. Die erste Sache ist, dass wir Moral zerstören wollen. Und das ist auch wahrscheinlich im Sinne von dir. Das heißt, dass wir diese Frau töten müssen. Und der andere Grund ist, dass ich sie töten will. Dass ich diese Frau seit verdammten 17 Jahren töten will. Das verstehe ich gut, aber wir haben in unserem Team eine, naja, auch wenn sie es nicht zugeben würde, aber eine ziemlich talentierte Meuchelmörderin, einen Spion, eine Amazone und von diesen, und dann haben wir dich. Du bist allerhöchstens Nummer 4 in einer Prioritätsstufe, wenn man irgendjemanden umbringen will. Stattdessen brauchen wir dich für was ganz anderes, was sonst niemand kann hier. Sie ist die Schlampe, die mich verdammt nochmal verraten hat damals. Ja, das habe ich mir schon gedacht, Astanio. Es ändert nichts daran, dass wir hier nicht auf einem Rachefeldzug sind. Wenn wir das wären, wäre ich schon dabei, hier so ziemlich jeden Soldaten, den ich sehe, die Kehle aufzuschneiden. Wir haben eine Mission und diese Mission ist nicht dein persönlicher Rachefeldzug, sondern diese Stadt zu öffnen. Und du bist der Einzige, der diese magischen Kinkerlitzchen, die hier vor sich gehen, verstehen kann. Keiner von uns hat eine Ahnung, was da unten in diesem Tempel ist. Ich habe eben mit Alvenisch gesprochen. Das ist keine große Überraschung, wenn ich ehrlich sein soll. Es ist ja schön, dass es für dich keine Überraschung ist. Dann solltest du umso mehr verstehen, dass wir dich dort unten brauchen. Dieser, was auch immer es ist, dieser Splitter, ich habe es nicht einmal genau verstanden, was es genau ist, dieser Kristall. Moment, muss zerstört werden. Was für ein Splitter? Unter dem Tempel befindet sich ein Kristall, der magische Energie sammelt. Weil wir wissen nicht, was mit dieser magischen Energie gemacht wird, aber es ist auf keinen Fall was Schönes. Ja, dann muss ich da dort eh hin. Arnens ist im Tempel. Worauf ich hinaus will, ist, das ist nichts, wo jetzt irgendjemand mal losläuft, irgendeine Sache macht und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir müssen die Sache ganz genau planen. Dann tu mir den Gefallen und komm mit mir. Wir gehen da noch hin, aber zuerst müssen wir uns absprechen.
Ich verstehe überhaupt nicht, warum du jetzt loslaufen musst, um völlig unabgesprochen etwas... Es ist abgesprochen. Ich habe mit Ostko geredet, wir haben geplant. Was glaubst du, was in dem Moment passiert, wenn du diese Frau tötest? Chaos bricht aus. Und wenn wir dann keinen hieb- und stichfesten Plan haben, wie wir diesen Kristall zerstören, wie wir gleichzeitig das Tor öffnen und eventuell noch einen Brand auslösen, funktioniert hier gar nichts. Euer Plan kann so toll nicht sein, weil weder ihr, Mora noch ich wissen, was wir zu tun haben in eurem tollen Plan. Oder sagst du mir das jetzt gleich? Es geht darum, dass wir diese... es geht darum, um Chaos zu stiften. Vielleicht ist das Feuer dann nichtig. Was ist Moras und meine Aufgabe? Sag mir das. Ihr sollt Ostko dabei helfen, seinen Teil des Planes umzusetzen. Und was ist das? Oskos Plan? Das beredet er gerade noch mit den anderen Mitgliedern des Widerstandes. Und wer kümmert sich um den Kristall? Ich. Während du gleichzeitig damit beschäftigt bist, eine mächtige Nekromantin zu töten. Ich denke... Jandrik, und wer ist dieses Mädchen? Jandrik, das kann ich dir nicht sagen. Vertrau mir. Tu es dieses eine Mal. Vertrau mir. Der Plan ist Quatsch. Es geht hier nicht um Vertrauen. Es ist einfach keine gut geplante militärische Aktion. Und das solltest du eigentlich wissen. Es ist wie immer, du gehst auf irgendeine Mission, die du dir irgendwie in den Kopf gesetzt hast, aus irgendeinem Quatsch heraus, ohne sie vorher richtig geplant zu haben. Das ist das, was das hier ist. Und genau so wird es auch wieder laufen. Am Ende brennt dieser Tempel und die halbe Stadt geht drauf. Du willst es kontrollieren? Ich will einen vernünftigen Plan. Irgendwas ist da drin, da unten in diesem Tempel. Alvenisch hat mich davor gewarnt. Und es wird uns gefährlich werden. Das habe ich gespürt. Wir sind in diesen Tempel herein und ich hatte sofort das Gefühl, unter der Beobachtung dieser fürchterlichen Göttin zu sein. Die Mächte, die sich dort drin entfalten. Ich habe sie gespürt. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe Angst vor ihnen. Was machen die da so lange? Wer bist du überhaupt? Und wer bist du? Ich bin Dorbel. Mein Name ist Mora und Mora streckte die Hand aus. Die Mora? Ich glaube, ich kenne deinen Vater. Kann das sein? Das könnte sein, ja. Er lebt hier. Kennt ihr den alten Mann? Ja. Er begleitet mich schon eine ganze Weile. Dann kommt ihr von draußen. Drinnen, draußen, hier, dort. Aber ja, ich war mal auf der anderen Seite. Ich weiß Bescheid. Der und ich haben Auftrag. Der soll sich mal losreißen und wir können hier nicht so lange warten. Das fällt auf, wenn wir hier die ganze Zeit hier auf der Straße stehen. Okay, Jandrik. Dann gebe mir ein Versprechen. Ich werde mit dir gehen. Ich werde zurück zu Ostko gehen. Wir besprechen das alles noch einmal zusammen. Aber gib mir das Versprechen, dass du an meiner Seite stehst, wenn ich dieser blöden Kuh den Kopf abschlage. Ich habe eine bessere Idee. Du schluckst deine Rache runter. Dieses Mädchen da, warum muss sie mit? Kann sie etwas Besonderes? Ja, sie kann Leute beeinflussen. Das heißt, sie kann jemanden zu dieser Frau bringen. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Dann schick Mora. Verdammt nochmal. Sie ist die Richtige für den Job, nicht du. Ich weiß, du willst diese Frau töten. Aber vielleicht kannst du deinen Stolz herunterschlucken und es Mora machen lassen. Hendrik, es geht nicht nur um Stolz. Du gehst mit mir da unten in diesen Kristallding. Das ist der Ort, wo wir beide sein müssen. Hendrik, hör mir zu. Es geht nicht nur um Stolz. Es geht um mein Leben. In diesem Fall geht es ausnahmsweise um mein Leben. Sag nicht, ich habe dich nicht gewarnt, wenn am Ende alles wieder schief läuft. Nein. Jandrik geht. Ah, der kommt wieder. Freu dich.
Astanio ruft ihm noch hinterher, sie hat den Fluch gesprochen. Hendrik schüttelt einfach nur den Kopf, geht zum Mora, fasst ihr die Hand. Ich gehe alleine weiter. Geh du mit denen. Was? Bist du sicher? Dann kommt er näher, flüstert ihr ins Ohr. Das ist wieder seine Rachenummer. Er wird die Kontrolle verlieren und irgendeinen Blödsinn machen. Sie versuchen, das Oberhaupt dieser Stadt zu töten. Stell sicher, dass es passiert. Ich versuche mir mit Osko irgendwas einfallen zu lassen, diesen Kristall zu zerstören. Vielleicht kommt ihr ja nach. Und? Und sie nickt und auf ihrer... Keine Regung, keine Miene verzieht sie. Sie nickt nur. Wenn wir uns nicht mehr sehen, ich... Aber das er sagt passiert nichts. Nicht. Gut, bis dann. Bis dann. Dann geht und ein kleines Lächeln hat sie noch für ihn übrig. Dann wendet sie sich Astanio und dem Mädchen zu. Astanio hat die Augen geschlossen, schüttelt nur den Kopf und reibt sich die Augen. Ich glaube, bei euch sieht es genauso komisch aus wie im Widerstand, hä? Die beiden können nicht miteinander reden, ohne zu streiten. Männer. Oh, das können wir Frauen auch ganz gut. Was hat er dir erzählt? Du willst jemanden töten. Und Astanio wird Mora jetzt seine ganze Lebensgeschichte erzählen. Die Kurzfassung zumindest. Ja. Von mir aus tötet du sie. Es ist mir egal. Es geht darum, dass der Fluch dadurch gebrochen werden könnte, indem sie stirbt. Ich weiß nicht, wer es machen muss. Ich weiß nicht, wie es gemacht werden muss. Es geht einfach nur darum, dass ich verdammt nochmal nicht als alter Greis Elender heiraten möchte. Und ich weiß, es versteht der Junge nicht. Und ich kenne seine Sorgen. Deswegen wollte das ich. Das ist deine Motivation? Mädchen, du verstehst das nicht. So oder so. Also müssen wir die da jetzt auch noch mit rumschleppen, oder was? Die da, und Astanio wird jetzt laut, die da hat mir mehr das Leben gerettet als jeder andere. Wenn du noch einmal schlecht über diese Frau sprichst, dann kriegst du von mir eine Backpfeife, damit sie sich geladen hat. Hast du das verstanden, Mädchen? Wollten wir nicht jemanden töten? Und Astanio wirkt. Sie schaut dich an und sagt, komm mal runter. Und Astanio beruhigt sich. Oh. Und jetzt? Und jetzt hörst du mir mal zu, lieber Herr Magier. Wir haben hier keine Zeit zu streiten. Dann lass uns jetzt auch gehen. Astanio stopft nach vorne. Das ist das, was ich die ganze Zeit auch schon will. Aber wenn ich die da, und ich sag die da, weil ich mir ihren Namen nicht merken will, verstehst du? Zwinker? Nicht mit verbergen kann. So stark bin ich dann auch nicht. Und wenn ich jetzt noch mehr Kräfte verschwenden muss, um dich hier ruhig zu halten, schlägt alles fehl. Sonne seufzt einmal. Schafft sie es alleine rein? Hinter uns? Ich glaube, sie ist die einzige Person, wo ich sagen würde, dass sie es schafft. Dem die Kaiser, Frage müssen, die, ist, nee, ob Bett. Wir in den Tempel müssen oder unter den Tempel. Ich vermute, also meine Vermutung liegt nahe, dass sie den Kristall bewacht, wenn ich ehrlich bin. Deswegen ist sie dort. Wir fragen das einfach den Wächter am Tor, wo sie ist und fertig. Der wird uns das sagen, wenn er das weiß. Warum sollte er uns das sagen? Warum solltest du dich beruhigen? Er wird es dir sagen. Das ist interessant. Das will ich sehen. Na dann los. Wir gehen doch nicht umsonst zusammen dahin. Bruder! Mora, wenn nötig, ramm dieser Frau einen Dolch in ihr Herz. Astanio, das ist immer noch meine Sache, wenn ich ihr töte, okay? Nun, husch, husch. Ich folge euch schon. Unauffällig. Ich bin gespannt, das Schauspiel zu sehen.
Nur weil du jetzt mit uns mitläufst. Ja? Du bist nur die da. Falls klar, wir, bin ich die da. Falls wir auffliegen, liefere ich dich aus. Wenn ich sein okay. muss. Das ist fair, wir kennen uns nicht. Bevor... Du bist ja auch nur die da. Bevor Astanio sich noch auf dem, also der dem Mädchen folgt, wird der Mora einmal an sich drücken. Pass bitte. Pass auf ihn auf. Und folgt dann dem Mädchen. Sie lächelt und bleibt ein wenig zurück. Und folgt den beiden. Aber eher mit weitem Abstand. Und so, dass es nicht auffällt. Dann läuft das Dreiergespann Richtung Tempel. Und Jandrik spurtet mehr, weil er sich vielleicht so ein bisschen Aggression abbauen muss. Richtung Moras Vaters Haus und rennt einmal um die Ecke und läuft quasi dann in Osko hinein, der auf dem Weg dir entgegen ist. Was passiert? Und Osko schaut dir sehr, sehr streng ins Gesicht. Was passiert? Warum genau schickst du den alten Spinner auf eine Selbstmordmission? Kannst du mir das erklären? Er sollte eigentlich euch nur suchen erstmal und dann Bescheid geben. Ich habe ihm nur gesagt, was er zu tun hat. Weil du hast ihn mit einer jungen Frau. Mit einer jungen Frau losgeschickt. Und ja. Du glaubtest ehrlich, er geht dann einfach nur los, um uns zu suchen? Er ist jetzt schon auf dem Weg, um dieses, was weiß ich da, diese Herrscherin umzubringen. Ich hatte in der Zeit noch etwas anderes zu tun. Ich habe gerade eben einen Widerstand organisiert, der eine Garnison stürmen soll. Ich habe auch gerade andere Probleme. Pass auf. Aber wir haben das gleiche Ziel. Wir wollen noch zum Tempel. Ja, ich weiß nur nicht, wie es sich dann da zeigen wird, wo diese Frau ist. Wir müssen in jedem Fall, egal was passiert, diesen Kristall stoppen. Mit Astanio wäre es leichter gewesen. Vielleicht überhaupt nur möglich. So wird es hässlich. Aber dann müssen wir zwei das jetzt eben machen. Wie lange ist das her? Weil wir müssen noch eh beide zum Tempel. Sie gehen nur, ich weiß nicht, wo diese Frau ist. Dann ein paar Minuten. Komm, du kennst dich doch hier besser aus. Dann gehen wir schnell hinterher. Vielleicht holen wir sie ja noch ein. Der alte Mann ist bestimmt langsam. Gut. Ja, und während die beiden sich dann so auf den Weg machen, vermutlich durch die ganzen Gassen hindurch. Wie gesagt, ich konnte einige der Dorfbewohner akquirieren, dass sie uns helfen sollen. Wenn eine kleine Handvoll an Leuten hier. Die holen jetzt die Leute, die sie noch akquirieren können und gehen jetzt dann mit Elena zum Tor und halten die Garnison auf. Wir konnten ihnen verkaufen, dass Elena irgendwie die große Dämonenschlechterin ist. Erzähl du. Da drin, dieser Tempel. Als wir drin waren, habe ich etwas gesagt, das offensichtlich sofort die Aufmerksamkeit erregt hat. Ich habe von Heilung gesprochen. Heilung scheint hier verboten zu sein. Und seit ich das weiß, frage ich mich die ganze Zeit, warum. Natürlich ist es irgendwie gegen die Ideale dieses ganzen verrückten Kultes, aber ich habe irgendwie das Gefühl, da könnte noch mehr dahinter stecken. Ich glaube, du könntest hier mehr Macht haben, als wir glauben. Wer weiß. Was ich damit sagen will, erinnere dich an die mächtigste Liturgie, die du weißt. Wir könnten sie brauchen. Wenn wir da drin sind, verstehst du, was ich meine? Absolut. Und ich habe mich vorbereitet. Gut. So, komm, jetzt müssen wir den alten Mann einholen. Oder noch irgendwie er macht, müssen. Was er macht. Er wird immer tun, was er... Man kann sich nicht auf ihn verlassen. Wenn wir Glück haben, kommt irgendwas Gutes dabei heraus. Wir müssen uns auf uns verlassen. Ich habe Mora mit ihm geschickt. Das ist alles. Das muss reichen. Na dann, da machst du dir noch Sorgen? Und so ein leicht aufgesetztes, aber schon angesprochenes Lächeln. So. Komm. Gut. Heute Nacht wird's passieren. Ja, und dann gehen sie los. Ja, ihr erreicht auf nicht sofort die andere Truppe. Astanio ist erstaunlich schnell. Und Borbel auch.
Stannu ist ja nur alt aussehend, ist ja gar nicht richtig alt. Und außerdem treibt ihn eine innere Unruhe an, wie Jandrik ja weiß. Sie sind ganz schön fix unterwegs, merkt auch Mora, die ein bisschen sich zurück hat fallen lassen. Und dann merkt, wie die Nackenhaare sich aufrichten, weil irgendjemand die gleichen Schatten verwendet hinter euch wie du eben. Kurz bevor ihr den Tempel, also Astanio und Brobbel haben den Tempel schon erreicht, du noch nicht ganz. Dann bleibt sie auch stehen. Und wartet einen Moment. Siehst dann Osko. Jandrik siehst du gerade erstmal nicht. Aber Osko hat sich ziemlich dilettantisch hinter einem Fass versteckt gerade. Mora wartet, schmunzelt. Und versucht dann, wie beiläufig, in ihn hineinzulaufen, wenn er um die nächste Ecke biegt. Aber als sie da gerade in Osko hineinlaufen will, läuft sie plötzlich in Jandriks Arme hinein. Und sie stolpert und fast, sie hat schon den Dolch vor ihrer Brust halb gezogen. Da treffen sich ihre Blicke. Er lächelt. Wo ist der Alte? Und sie nickt nur in Richtung des Tempels. Sie sind fast drin. Gut. Dann hinterher, würde ich sagen. Ja. Osko, komm. Ja. Astanio erreicht mit Borbel zuerst die große Pforte mit der Dunkelheit, die Astanio ja noch nicht kennt. Kann Astanio erkennen, was das denn ist? Ist das irgendwas Magisches? Kennt er solche Barrieren oder? Möchtest du zaubern, um es zu erfahren? Dann müsstest du einen Zauberspruch sprechen. Nein, nicht unbedingt, nein. Dann bleibt es eine mysteriöse, dunkle Bleche, die in den geöffneten Toren sich dir zeigt. Dann flüstert er zu dem ziemlich Mädchen. Wieder natürlich. Entweder ist es, also klar, ist es wieder natürlich, dadurch ist es entweder magisch oder Kamal. Er flüstert zu dem Mädchen, was ist das? Der Eingang zum Tempel? Ich meine das Schwarze. Das ist der Tempel der dunklen Mutter, was erwartest du? Was dann reibt sich nochmal in die Augen. Dunkelheit? Wie weit reichen deine Studien in der Magie, Kleiner? Was für Studien? Astanio seufzt einmal und gedruckt ist es tot. Ich weiß ganz genau, warum ich nicht ganz Babalas Rären hinterherlaufe. Und ist auch besser so. Die bringen den Tod. Und schaut sich einmal um zu gucken, ob er Mora irgendwo erspähen kann. Mora siehst du nicht, aber du siehst Osko, wie er gerade hinter einem Fass hockt. Astanio wird sehr beiläufig sich zu dem Fass zurückfallen lassen. Hey, falsche Richtung! Schnauze! Hast du echt Schiss vor dem Kack? Und so nah Astanio wird hinter das Fass greifen und so ein bisschen an Oskos Haaren ziehen. Also das ist an der anderen Ende des Platzes. Du müsstest jetzt schon noch über den Platz laufen. Achso, okay. Ich dachte, das ist jetzt vielleicht. Nein, ich habe keine Angst vor der Dunkelheit. Ich wünsche mir nur Freunde herbei. Ohne die schaffe ich das nicht. Ist doch ganz gut, dass man deine Freundin nicht sieht. Und damit tritt Astanio durch das schwarze Gewölbe. Dann verschwinden die beiden in der Dunkelheit, für die anderen nicht mehr sichtbar. Aber die anderen haben auf jeden Fall noch das letzte. Ja, die haben euch reingehen sehen, ja. Aber auch das gehört, was Astanio gesagt hat. Wenn du das laut gerufen hast, haben sie es auf jeden Fall gehört, ja. Wer weiß, Mora wer noch. Würde,
Mora würde den Tempel im Blick gehabt haben. Gab es so etwas wie einen Vorsteher oder jemand, der registriert hat, dass die beiden reingekommen sind? Es gab ja auch diesen Mann, bei dem man eine Opfergabe geben konnte, aber der war im Innern. Der war hinter der Dunkelheit. Okay. Das heißt, da ist jetzt niemand, der das registriert oder da irgendeine wachende Position hat. Okay. So, Vorschlag. Wenn das jetzt eh alles so chaotisch wird, dann nutzen wir doch das einfach. Ich fände es immer noch am besten, du folgst ihnen, Mora. Wir zwei, Oskar und ich, warten, bis Chaos ausbricht und dann starten wir hinein und versuchen runterzukommen. Vielleicht könnt ihr ja mehr herausfinden, wenn ihr nochmal alle Winkel und Ecken von außen betrachtet. Es Ja. muss doch vielleicht irgendeinen Eingang geben, den wir übersehen haben. Vielleicht. Wir können uns noch mal umschauen. Ja, gut, dann hinterher. Und Mora schlägt die Kapuze ihres Mantels hoch, zieht die Kapuze tief ins Gesicht und folgt den beiden mit den Aber Händen in den Taschen vergraben. bevor sie das kann, packt Jandrik sie noch mal an der Hüfte, zieht sie noch mal zu sich. Sei vorsichtig. Immer, immer. Und sie Dann nimm. drückt ihm einen kleinen Kuss auf die Lippen und löst sich direkt wieder. Hendrik steht da und schaut dir hinterher. Verdammt. Dreht sich dann zu Osko. Das darf nicht schiefgehen, hast du verstanden? Dafür sorgen wir. Gut. Dann lass uns tatsächlich noch mal um den Tempel herum. Vielleicht finden wir ja einen weiteren Weg. Komm. Stanio tritt durch die Düsternis hindurch in das Innere des Tempels, wo es nun wieder Licht gibt. Aber du siehst auch jetzt hier, wie diese Dunkelheit an den Wänden und an den Fenstern klebt. Du siehst das große Abbild der dunklen Mutter, den Altar, die Leichenhaufen, den kleinen, dicklichen Mann, der euch hinter der Dunkelheit in Empfang nimmt, euch anlächelt und sagt: Willkommen im Tempel der dunklen Mutter. Seid gegrüßt, Bruder. Ist hier, gehe ich recht in der Annahme, dass die Statthalterin sich hier aufhält? Er kneift so die Augen zusammen. Wer will das wissen? Rudolfe von Durmenstrang. Sagt mir nichts. Braucht es auch nicht. Habt ihr eine Goldmünze für die dunkle Mutter? Ich habe sogar zwei und er nimmt zwei Dukaten aus der. Oh, sehr großzügig. Und ich hätte eine dritte, wenn ihr mir sagt, wo ich sie finde. Aha. Hält dir so die Opferschale hin? Er zeigt drei. Sie wissen doch, wie Verträge laufen. Zuerst die Information und dann die Bezahlung. Informationen also. Von irgendeinem von und zu. Asanio holt eine vierte Dublone heraus. Sehe ich so gierig aus? Ich kann sie auch wieder einstecken, dann gehe ich nun wieder. Und Asanio. Bobble tritt so zwischen euch, schaut dem Typen so tief in die Augen, meint dann: Er wird erwartet. Er ist ein starker Verbündeter. Ihr gehört zum Söldnerheer. Ihr solltet ihn schnell durchlassen und uns verraten, wo sie sich befindet. Denn also er ist neu in der Stadt und kennt sich hier nicht so gut aus. Eine kleine Beschreibung wäre sehr hilfreich. Außerdem möchte er alleine sprechen. Also hat sie denn gerade irgendwelche Leute um sich rum? Das wäre gut zu erfahren. Und er guckt dann zwischen Borbel und den Münzen hin und her. Man merkt so, wie es in ihm arbeitet.
Und dann kommt so ganz abgehackt und gestockt und man merkt so, dass er sich gegen irgendwas ankämpft in sich selber. Ist in den Zimmern auf der Empore oben. Hat ihre Leibgarde dabei. Aber wenn ihr erwartet werdet, kann ich euch gerne ankündigen. Nein, das ist nicht nötig. Das ist ein Spiel, was die beiden immer spielen. Zwinkert ihm zu. Ihr wisst ja, sie hat einen außergewöhnlichen Männergeschmack und er erfüllt ihn. Ah, ich verstehe. Dann, deswegen solltet ihr zu keinem ein Wort sagen. Meine Lippen sind verschlossen. Dann komm. Ja, die Treppe dort hoch. Ganz nach oben. Vielen Dank. Man merkt so, wie er so Schweißtropfen auf der Stirn herunterlaufen. Und ihre Nase anfängt zu bluten. Fängt stark an zu keuchen. Jetzt komm. Geht's dir gut? Soll ich so aus? Jetzt komm. Astanio wird das Mädchen packen. Soll ich einen Heilzauber sprechen, ja oder nein? Verschwende an mich keine Scheiße. Du willst jemanden töten, der da noch Leibgarde hat. Also behalt deine magische Kraft für dich. Ich werde sie nicht töten. Wie auch immer, dann muss ich es wohl machen. Ab jetzt. Der Zauber hält nicht mehr lange an. Dann wird Astanio auf leisen Sohlen versuchen, nach oben zu gehen. Geh hinterher. Kurze Zeit später tritt Mora durch die Dunkelheit. Genau, und sieht wahrscheinlich, wie sich der Mann umdreht und wie die beiden quasi schon einige Meter voraus sind. Er stockt so ein bisschen in seinen Bewegungen, so guckst. Ich sehe die Schale in seiner Hand. Willkommen ich trete im Tempel an ihn. Der dunklen Mutter. Und danke sehr. Und sie bückt sich in dem Moment und lässt aus dem Ärmel eine Dukate fallen. Ich glaube, da habt ihr etwas verloren. Und die Dukate. Oh, verdammt, ja. Und sie blickt auf die Dukate und wie er sich nach dieser Dukate bückt. Und in dem Moment schnellt der Dolch aus dem anderen Ärmel und in seinen Hals hinein. Gibt ein kurzes, googelndes Geräusch. Sie zieht den Dolch hinaus, lässt ihn wieder verschwinden und nimmt die Dukate. Und dann guckt sie zu der Statuette der dunklen Mutter. Die schenke ich dir nicht. Und steckt sie wieder ein. Lässt sie ihn da liegen? Dann sie überlegt, sie sieht die Toten links und rechts dort stehen. Verdammt, verdammt. Aber er wird eh wieder aufstehen. Sie packt ihn einfach nur und schleift ihn zu den anderen Leibern. Irgendwann wird er aufstehen, aber vielleicht soll man ihn nicht direkt sehen, wenn man hier rein stolpert. Und packt ihn auf den Haufen der anderen Leichen. Du könntest ihn auch in den, also zwischen die Tür legen, in die Dunkelheit rein, da kann man nichts sehen. Musst du nur mal gucken, dass keiner drüber stolpert, aus Versehen. Nee, sie versucht es tatsächlich. Du hast ja beschrieben, dass da einige Leichen auch auf dem Boden liegen. Berge, da legt sie ihn neben. Und kurz entsinnt sie sich, dann durchsucht sie ihn. Hat er irgendwas dabei? Schlüssel? Irgendetwas Besonderes? Ein dickes Schlüsselbund hat er mit dabei. Ja, sieh an. Den nimmt sie mit. Einen dicken Geldkatze mit prall gefüllt mit Goldmünzen. Sie zuckt nur mit den Schultern. Nimmt doch den an sich. Einen gezackten Dolch, also so einen schlangenlinienartigen Dolch. Sie weiß für Opfer. Den lässt sie einfach auf den Boden fallen. Wahllos zwischen die Leiber. Gut, mehr hast du nicht mehr zu geben. Und dann packt sie eine der fauligeren Leichen und zieht diese auf den Toten.
Und dann eilt sie hinterher. Währenddessen sind draußen Osko und Jandrik einmal um das große Gebäude herumgelaufen. Ihr habt tatsächlich eine kleine Seiteneingangstür gefunden. Die ist allerdings geschlossen. Ich schaue mir mal das Schloss an. Ein stabiles, schweres Schloss. Guter Machart. Und du versuchst durchs Schlüsselloch zu schauen, siehst du Schwärze. Aber du kennst ja auch die Dunkelheit, die er sich auf die Innenseite des Gebäudes gelegt hat. Wird wohl hier nicht anders sein. Ich schaue mich rechts und links um, ob wir beobachtet werden. Das kannst jetzt hier nie, also es ist erstaunlich wenig los auf den Straßen. Es ist ja auch schon dunkel draußen. Du siehst irgendwie eine Wache, die auf dem Platz patrouilliert, aber gerade nicht in eure Richtung schaut, sondern gerade unterwegs ist in eine der dunklen Gassen. Also von euch weg. Osko, stell dich dahin. Ja. Und so, dass er so steht, dass wenn die Wache zufällig in unsere Richtung blicken würde, sie erstmal nur Osko sieht. Und ja, dann gehe ich an das Schloss und versuche es zu knacken. Wie denn? Ich nehme an, dass ich irgendwie, also ich werde irgendwie einen Dietrich oder sowas dabei haben und versuche das Schloss zu knacken. Ja, das Schloss leistet sehr viel Widerstand. Du brauchst sehr, sehr lange. Und ein paar von deinen Dietrichen gehen auch während der Arbeit davon kaputt. Innerlich fluchst du schon, hast dann den letzten Dietrich noch in der Hand, fuchtelst herum und dann dreht sich die Wache auch wieder um und schaut irgendwie auf Osko. Kommt dann in eure Richtung ganz langsam gelaufen. Und dann, ja, du hörst, Osko hört hinter sich dieses Klack, Klack, verdammt. Ja, Osko wird halt, also ich denke mal, Jandrik wird sich etwas hinter Osko gekniet haben, um halt auf Höhe des Schlosses zu sein. Dementsprechend reicht das, wenn Osko halt noch gerade steht. Tut so wie die ganze Zeit schon, also etwas buckelig. Das würde er auch wahrscheinlich hinbekommen. Und würde dann, während Jandrik beginnt, am Schloss rumzuporkeln, dann auch mal mit seinem feuchten und schaut dann so ein bisschen, ja, verschlagen durch die Gegend dann auf die Wache. Und neigt dann wirklich läuft den Kopf. Langsam in eure Richtung, hat seinen, so an einem langen Stab so eine Laterne und leuchtet damit so in eure Richtung. Ja, und Osko, der immer noch die Kapuze vorne im Gesicht hängen hat, probiert halt, sich dann doch so ein bisschen zu der Wache hinzudrehen, sodass möglichst ihr Blick auf Jandrik abgewendet ist. Und im gleichen Augenblick, in dem Jandrik ein Klick-Klack hört und dass das Schloss geöffnet würde, hörst ihr gleichzeitig ein Hey, ihr da! Ist das von diesem Wächter, der da kommt? Genau. Das Schloss ist auf. Wimmel ihn ab. Was gibt's denn? Was macht ihr da? Mir ist so schlecht. Mein Freund musste nur mal kurz kotzen. Ist da ein Problem dabei? Ihr wollt in den Tempel der dunklen Mutter kotzen. Verzieht euch woanders hin. Ja, an den Tempel daneben. Was soll er machen? Was raus muss, muss raus. Nicht hier. Ja. Wenn er auch nur ein einziges Häufchen da dran macht, schneide ich ihm die Kehle ab. Ist auch gut so. Ich nehme ihn kurz zur Seite. Aber ist in Ordnung. Wir wollen keinen Ärger. Alles gut. Komm. Wie heißt ihr? Namen? Ich bin Osko. Ich bin und Jandrik steht jetzt auf und taumelt langsam auf den Mann zu. Komm, komm. Alles gut. Jetzt kannst du mir bloß nicht vor die Füße. Hey, du Wächter, schau mal kurz. Ich glaube, ich hab da gegen den Tempel gekotzt. Siehst du da die Lache? War großartig. Wehe dir. Guck da hin. Er leuchtet da so unten an dir vorbei und lässt so die Laterne an dem Stab irgendwie an dir vom. Ist die Tür offen? Dreht sich ein bisschen näher, also neben ihn. Und wenn er das sagt, in dem Moment hat er plötzlich den Dolch in den Rippen. Ganz langsam, Junge. Er taumelt zurück. Er würde
auf diesem Bewegt Typen. er sich weiter? Ja, weil ich Jendrik hat nur beim Zustechen gemerkt, dass er auf einen Widerstand gestoßen ist. Der hat wohl ein Kettenhemd an. Osko würde ihm versuchen, von hinten die Hände um den Mund zu legen, sodass er nicht schreien kann. Rappelt sich so. Kann aber nicht rufen. Versucht mit dem Stab mit der Laterne nach Jendrik zu schlagen. Nein, ich packe ihn von der anderen Seite und wir drücken ihn zusammen in die Tür rein. In die Dunkelheit rein. Ja. In dem Moment, in dem Osko die Dunkelheit betritt, fängt das Amulett, was er trägt, an sich zu erwärmen. Unerträglich heiß wird es schon fast. Während du gerade mit diesem Typen irgendwie rangelst, merkst du, dass um deinen Hals es heiß wird. Kann ich das denn noch aushalten oder brennt das wirklich auf der Haut? Ja, du zwingst dich dazu, weil du rangelst ja gerade mit dem Typen, aber es ist halt schon ziemlich unerträglich. Ja, aber Osko beißt ja, ihr sich stoßt wirklich ihr die stoßt Zähne aufeinander und stoßt den Typen rein, durch die Dunkelheit hindurch, kommt dann im Inneren in einem kleinen Raum aus und fällt quasi alle übereinander, weil da irgendwie eine kleine Bank noch irgendwie quer vor der Tür stand und purzelt alle mehr oder weniger unkontrolliert über den Boden und hab den, der Typ lässt die Laterne halt fallen dadurch und es liegt unter Jandrik und Osko begraben Gratz. Versucht sich jetzt irgendwie euch zu entledigen, aber ihr seid zu zweit. Ja, ich will ihn wieder runterdrücken und halt ihm diesmal den Dolch an die Kehle. Verdammt. Friedlich, Junge. Ich will dich nicht töten, aber ich tu's, wenn ich muss. Hast du verstanden? Hat Osko immer noch die Hände auf dem Mund? Mhm. Du darfst nicken. Gut. Fessel ihn, Osko. Es gibt ein leicht zischendes Geräusch jetzt und man Jandrik bemerkt, wie Osko zusammenzuckt und es riecht leicht nach verbranntem Fleisch. Ja, und Osko greift dann mit, also quasi mit seinem Leinenhemd an. Ja, Jandrik blickt zu dem Zischen. Was ist da los? Osko holt das Amulett irgendwie unter der Kleidung heraus. Genau, und du wirst schon erkennen, dass er so die Haut gerötet ist und scheint irgendwie Blasen geschlagen zu haben. Das hölzerne, reine Amulett, was Osko trägt, glüht wie ein heißes Eisen rot auf. An der Kette. Verdammt! Leg es ab, Osko! Schneid ihm erstmal den. Ja, und Osko probiert dann mit seinem. Und in diesem Chaos lässt Jandrik den Mann kurz los. Er ist zu abgelenkt. Ja, der windet sich sofort von Jandrik weg. Verdammt, Jandrik! Und ja. Ja, ich. Er greift nach einem Bücherregal, zieht daran und lässt es auf Osko und Jandrik niederfallen. Ja, Osko würde versuchen, Alarm! Sich. Schnapp das schon, schnapp ihn dir! Und Osko hält dieses Bücherregal auf, weil die Bücher fallen mir eh schon entgegen. Ja. Sehr ja, mehr Stumpfrollen und Tiegel drin, aber ja. Kurzen Moment abgelenkt wegen diesem Amulette und jetzt fängt er sich, dreht sich um, schließt die Augen. Es tut mir leid. Und dann springt er vor mit der Absicht, den Mann zu töten. Springst vor, willst du ihm in die Kehle stechen wahrscheinlich, weil du von Kettenhemd ja weißt. Ja. Er zieht allerdings irgendwie die Hand nach oben und der Stich geht in seinen Unterarm. Ich ziehe durch. Ah! Taumelt zurück und greift nach einer Amphore, die dort steht und möchte damit nach Jandrik schlagen. Ja. Jandrik nimmt den Schlag entgegen, wenn er dann nochmal zustechen kann. Gibt ein lautes, knallendes Geräusch und ein Schmerzensschrei wahrscheinlich von Jandrik, als der Tonkrug über seinem Kopf zerbricht und zerbarstet. Und ja. Gehst leicht in die Knie, kannst aber jetzt ein zweites Mal zustechen. Dolch saust von unten nach oben. In Richtung der Kehle.
Er versucht sich noch einmal wegzudrehen. Der Stich geht deswegen nicht ganz gezielt in dahin, wo du ihn haben willst, triffst allerdings den Hals. Er gurgelt einmal, taumelt noch weiter zurück, hält sich so die Wunde und schaut irgendwie nach irgendwas, was er nach dir werfen kann oder Patrick so. Patrick wirft sich nun auf ihn, versucht, und selbst wenn es hässlich wird, versucht ihn gegen die Wand zu pressen und sticht so oft zu, wie nötig. Ihr taumelt gegen ein weiteres Regal, in dem Tiegelchen stehen, übrigens Geschepper und Gerümm, und das ganze Ding fällt mit euch zusammen zu Boden und kracht in sich ein. Dein Leidenlärm. Ha! Verdammt nochmal! Stirb! Stirb! Und Osko sieht, wie Jandrik auf dem Typen sitzt und ihn mehrmals den Dolch halt in den Kopf reinrammt. Ja, während Osko sich dann schlaft unter dir, Jandrik. Während Oskar sich auf Jendrik zubewegt, würde er dann durch seine Robe und durch sein Leinhemd greifen, dann probieren, das Amulett zu packen, dann einmal so nach außen zu stülpen. Das Amulett beginnt jetzt ein leichtes Brandloch in das Gewand reinzu brennen. Dann würde Oskar probieren, sich so mit dem Rücken zu dem einen Regal zu drehen, was er ja gerade davon abhält, auf die anderen zu fallen. Und nimm dann das Ding ab. Meist es auf Boden? Nee, das kann man gerade noch nicht. Nee, aber er hält das so. Es einfach nur so an der Kette, ja? Genau. Es leuchtet schon fast so hell, dann könnte man schon fast als Licht benutzen. Wir müssen schnell weiter. Jandrik sitzt noch auf dem Mann, dreht sich um. Oskar sieht sein blutverschmiertes Gesicht. Die Haare haben auch Blut abbekommen. Die Hände sind voller Blut. Er sitzt da mit dem Dolch in der Hand. Ich hab's erwischt. Warte, komm. Gibt's da irgendeinen Tisch oder so, auf den ich das Amulett abstellen kann? Ja, das ist ein Holztisch. Auf dem Boden. Ich lass auf den Boden fallen. Auf dem Boden. It is. Aber keine Sorge, das wird. Merkwürdigerweise ist übrigens das Lederband, woran das Ding ist, nicht kein Feuer gefangen bisher. Mhm, deswegen wird er das auch gleich wieder aufheben. Komm kurz her. Ich habe noch einige Kraft in mir. Und Osko greift in eine seiner vorbereiteten Ledertaschen. Das ist das, was er wahrscheinlich während seiner Wacht vorbereitet hat. Hat so ein kleines, verstautes Bündel. Hier, nimm das. Steck's in den Mund. Und weil Osko, er sieht ja die Wunde auf deinem Kopf und das ganze Blut. Schön drauf rumkauen. Als das Abwesen nimmt er es und gehorcht, ohne es zu hinterfragen. Herrin Perein, schenke diesem Sterblichen Lebenskraft, denn sein Leib bedarf Heilung in deinem Namen. Und dann presst Osko seine beiden Hände übereinander auf deinen Kopf, konzentriert sich, legt aber mit geschlossenen Augen den Kopf nach oben und. Osko merkt, wie du sprichst das Gebet und weißt ganz genau, was du damit machen möchtest. Legst Jandrik die Hände auf. Jandrik, du merkst auch, dass so irgendwie Wärme kommt von Oskos Händen. Und du fühlst es in den guten die gute Absicht Oskos, aber dann legt sich irgendeine merkwürdiges Gefühl auf deinen Rücken. Und Osko, du merkst irgendwas ist nicht genau so, wie du das haben willst. Du sprichst gegen einen Widerstand an. Dann werden irgendein großes irgendwas ist hier, was das gerade sieht, was du da tust. Das gefällt ihm gar nicht. Und im Gegenteil, die Kraft der Göttin Perreine prallt an diesem Etwas von außen ab und dringt nicht zu deinen Händen und zu Jandrik durch. Ja, und dann, also wenn Osko schon merkt, dass es da einen zu großen Widerstand gibt, einfach nur, weil es auch zu lange dauern würde, nimmt er die Hände wieder weg. Du merkst so in deinem Kopf so ein. Größer, als ich dachte. Du merkst in deinem Kopf so ein tiefes Ich sehe dich. Ja, Oskos Augen schauen so zitternd nach oben. Es ist nur ein Raum. Da ist nichts. Ja. Ja, und schaut ein wenig auffordernd für eine Sekunde vielleicht auf die Decke. Verdammt. Und dann zieht Osko seinen Lumpen runter, holt seine Sichel, die noch gerade scharf geschliffen ist, schneidet ein Stück, was groß genug ist, um das Jandrik um den Kopf zu binden, los
und binde das dann um den Kopf. Zieht's Verarzt es fest. Jandrik quasi, während Astanio, Borbel und Mora die Treppen hochgehen. Und als sie fast oben angekommen sind, sehen sie auch schon so zwei schwer gerüstete Leute, die, vielleicht sind es Männer, vielleicht sind es Frauen, kann man nicht so schnell sagen, in dieser schweren Rüstung mit breiten Schwertern, die vor einer Tür Wache schalten. Hat Astanio mitbekommen, dass Mora jetzt hinter ihnen ist, oder hat Mora sich weiter versteckt? Ich hatte das so verstanden, dass sie aufgeschlossen hat. Also sie würde folgen, aber wahrscheinlich außer Sichtweite, so ein bisschen hören, dass so ein bisschen Ach weiter so, oben vorgeht. also, dann. Astanio weiß nicht, dass du da hinter dem Nee, wahrscheinlich nicht, bist. nee. Okay. Er kann es nur vermuten. Alles Genau. klar. Ja, Astanio würde vor die Wachen treten. Wer Mit dem seid Mädchen. ihr? Ich bin der Besuch. Was für ein Besuch? Der angekündigte Besuch. Ihr lasst uns jetzt durch. Und eigentlich müsstet ihr euch mal was zu trinken holen, oder? Ist ziemlich heiß hier drin. Ja, ist echt heiß hier, oder? Ja, fürchterlich. Aber wir können ja hier nicht weg. Also ich halte für euch Wache. Ich rufe sofort, wenn irgendwas ist. Ich mach das schon. Astanio merkt irgendwie, wie die anfängt zu zittern. Astanio wird Die beiden Wachen haben wieder. dich komplett außer Sicht. Die konzentrieren sich ganz auf sie. Dann wird Astanio in die Tür reinschlüpfen. Daniel verschwindet hinter den Wachen herum durch die Tür. Und Mora sieht aus der Ferne, wie die beiden Wachen so um das Kind herumstehen, beide zwei, drei Köpfe größer. Also Kind ist ja nicht, ist eine junge Frau. Und die dann irgendwie anfängt zu zittern und dann irgendwie so ihre Hände hebt und dann so, ihr könnt echt gehen. Also, das ist eigentlich eine blöde Idee, ich hab doch hier einen Wasserschlauch. Nein, 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 der Wasserschlauch ist doch leer. Siehst du, so ein Schwachsinn, und dann sprudelt es, also dann fängt sie an zu husten und spuckt einen ganzen Schwall Blut auf den Boden. Hey, was soll das? Wo ist denn überhaupt der Typ hin? Sucht ihr jemanden, dass Was? Wer die bist du denn? Aufmerksamkeit gerade auf Astanio gelenkt wird? Ja, Stanio ist ja verschwunden im Ja, Grauen. aber als die beiden merken, dass er fehlt, trete ich in Erscheinung. Was macht ihr denn überhaupt noch hier? Habt ihr nicht mitbekommen, die Wachablöse? Das wird eine Wachablöse. Das wird ja immer abstruser hier. Dann das Mädchen rappelt sich nochmal auf. Wir sind die Wachablöse. Wir sind die Wachablöse. Ach so, ach ja. Was redest du für einen Unsinn? Wir haben keine Wachablösen hier. Doch, doch, ich habe da Verdammt. was Neues gehört. Irgendwie, komm mit, irgendwie. Aber die haben noch nicht mal eine Rüstung an, deswegen. Also Der der eine. eine ist überzeugt, der andere nicht. Der nicht überzeugt ist, dreht Mora gerade den Rücken zu, um seinen Kumpan irgendwie zu überzeugen. Ich glaube, ihr müsst ja etwas missverstanden haben. Und Mora kommt tatsächlich näher, sucht Körperkontakt zu den beiden und legt dem einen den Arm beschwichtigen, also die Hand beschwichtigen auf den Arm. Ich glaube, er hat Fieber, oder? Und sie kommt relativ nah an den Mann heran. Hä? Ich glaube, die Situation gerät hier vollkommen außer Kontrolle, oder? Und in dem Moment, wo sie einfach nur versucht abzulenken, nestelt sie nach ihrem Dolch. Sie kommt so nah und hat ihm den Arm auf den Oberarm, die Hand auf den Oberarm gelegt, zu gucken, ob er ein Kettenhemd trägt. Trägt er, ja. So, er trägt ein Kettenhemd, aber er hat eine schwere Rüstung an gerade. Sieht sie, wenn sie versucht wirklich Körperkontakt zu ihm aufzubauen, ihn fast schon zu bedrängen. Wo hat die Rüstung eine Schwachstelle? Ja, an den üblichen Stellen, wo man sich halt Gelenke befinden, ne? Mhm. Wie groß ist der Typ? Ein Kopf größer als Mora. Das ist schwierig, weil sie dann relativ lange braucht, um quasi in die Kehle zu stechen.
Die Kleine fängt jetzt wieder an zu husten und spuckt nochmal einen Schwall Blut. Während sie weiter auf den Typen einredet. Wachablösung, Wachablösung. Und dann drängt sie sich einfach, wirft sich gegen den Typen, sodass er einen Schritt kurz nach hinten machen muss. So nah ist sie. Ja. Und dadurch, dass er einen kleinen Ausfallschritt machen muss, kommt sie an seine Leiste heran. Und die ist meistens sehr schlecht gepanzert. Und sticht ihm tatsächlich in die Leiste. Da ist eine verdammt große Ader. Und hofft, dass sie trifft. Ja, du triffst ihn. Er zuckt zusammen. Der Dolch fährt tief irgendwie in den Körper rein. Und er brüllt laut auf, genau in dem gleichen Zeitraum, wo ihr von unten ein Alarm, Alarm hört. Verdammt! Und da zieht sie den Dolch hinaus und wenn er schon ruft, trotzdem im Affekt, sticht sie auf ihn ein. Ja, er dreht sich irgendwie zu dir rum, irgendwie versucht irgendwie deine Stiche abzuwehren, aber du hast ihn ja schon zwei, dreimal getroffen, bevor er sich seine Drehung vollzogen hat. Und dann sackt er vor dir eine Etage tiefer quasi in die Knie. Der andere kann seinen Blick immer noch nicht von dem Mädchen halten, das immer noch irgendwie kniend irgendwie mit der Hand vor sich irgendwie ihn im Bann hält. Ja, und kaum ist der eine zusammengesackt, kümmert sie sich gar nicht mehr um den und springt auf den nächsten zu. Hofft, dass sie ihn noch einen Moment weiter im Zaum halten kann. Ja, er kann gerade gar nichts machen. Gut, dann. Also den einen kannst du töten. Der andere kann gerade nichts machen, also solange sie den halt im Bann hat. Ja. Und dann versucht sie das Gleiche mit dem. Ja, das ist wesentlich einfacher. Du kannst dir jetzt Zeit lassen, einfach die Kehle durchschneiden. Ja, der kann halt das nichts macht machen. Einmal quasi und komplett. Sackt auch der zusammen. Und sie blickt zu dem Mädchen. Ja, die bricht komplett ein und liegt jetzt auf dem Boden. Hustet noch einmal und spuckt ein weiteres Mal Blut. Und irgendwas Weißliches kommt noch mit. Bei den Göttern. Und sie lehnt die Kleine eigentlich nur an die Wand. Guckt, ob sie noch Puls hat. Aber sie nimmt sich auch sehr keine schwach. Zeit. Sie atmet auch sehr, sehr flach. Ja. Und Mora schluckt nur. Geh weiter. Und wendet sich dann ab. Geh weiter. Sie nickt. Sie hätte keine Zeit verschwendet. Und dann versucht sie, durch die Tür zu kommen. Drinnen hat Astanio freies Sichtfeld auf die Insassen, also die Leute, die in dem Raum sind. Sind ein Mann, eine Frau und halt eine dir sehr bekannte Frau, die gerade über einen Tisch gebeugt irgendwie stehen, wo ein kleines Modell der Stadt irgendwie aufgemalt ist, also so eine Karte. Ne? Und dann leicht so ein paar Figürchen darauf herumschieben und dann, als du den Raum betrittst, schauen sie alle zu dir rum. Jetzt einmal OT, würdest du mir das erlauben? Nein. Den Zauber hast du, glaube ich, gar nicht. Okay. Alles klar. Asanio wird nur mit den Armen verschränkt dort stehen bleiben, vor der Tür. Das dauert ein, zwei Sekunden. Die zwei greifen nach ihren Säbeln, die sie bei sich tragen, und sie meint dann, ach, sieh eine an. Lange nicht mehr gesehen, meine Hübsche. Schnappt ihn euch. Und die beiden stürzen auf Astanio zu. Astanio würde mit einer Feuerlanze antworten. Einmal spricht er den Zauberspruch. Welchen genau? Das hat Stil. Du bist echt böse. Ignifaxius. Stanio brüllt den Zauberspruch, die Feuerlanze entsteht inzwischen in seinen Fingern,
schießt nach vorne und verbrennt den ersten, der auf ihn zustürmt, quasi sofort zu Asche. Der zweite läuft an der Lanze vorbei und schwingt sein Schwert und trifft Astanio ganz knapp an der Schulter, hinterlässt er dabei, weil Astanio sich zur Seite bewegt hat, einen leichten Schnitt an der Schulter. Hinter dir hörst du es rumpeln, falls dich das jetzt noch irgendwie tangiert. Durch den Schnitt an der Schulter vergisst Astanio sich ein bisschen und wird ja wohl sein Schwert dabei haben. Und er hat sich einmal abgerollt, so wie er es damals gelernt hat, und wird dem Schneidenden die Beine abhacken. Oder zumindest eines davon. Eine wirbelnde Bewegung gegen Richtung der Beine des Angreifers. Doch der ist ausgebildeter Kämpfer. Pariert deinen Schwung mit einer gekonnten Bewegung. Du treibst ihn allerdings drei Schritt zurück dadurch. Astanio würde weiter mit dem Schwert kämpfen. Die Zauberkraft wird er noch brauchen. Die Klingen kreuzen sich zwei, dreimal und als Mora den Raum betritt, hörst du dieses laute Klirren der Klingen. Ebenso Osko und Jandrik, wenn sie aus der Sakristei nach dem Verbinden und Verwunden stillen, aus der Sakristei heraustreten, oben am Altar herauskommen, hört ihr von oben Klingen, die aufeinandertreffen. Aber Jandriks Blick ist auf die Treppe nach unten gerichtet, die ihm einst Alvenisch zeigte. Da ist eine Treppe, genau, ja. Doch, also war es beschrieben. Genau, ja. Mal. Da will er hin. Ja. Osko folgt ihm auf Schritt und Tritt. Dann lauft ihr die Treppe herunter. Zwei, drei gekonnte Manöver mit dem Schwert, Astanio. Der Mann weiß, was er tut. Pariert deine Schläge. Du hast Schwierigkeiten, seine zu parieren. Aber du schaffst es, ist quasi ein Patt. Und dann hörst du von der Seite ein Jetzt muss ich nachgucken, verdammt. Das ist Karma, Quali. Einmal mit Profis arbeiten. Ein Corprofesso, Gliederschmerz. Und deine Armmuskeln, an denen du das Schwert trinkst, krampfen sich innerlich zusammen. Als hättest du einen schweren Armkrampf. In dem gleichen Augenblick schlägt dein Gegner einen Angriff. Du reichst das Schwert noch gerade hoch mit dem Krampf und er schlägt es dir quasi aus der Hand dadurch. Mora ist jetzt im Raum. Ja, die kommt wahrscheinlich gerade die Tür hinein und siehst, erblickt, wie Astanio das Schwert aus der Hand geschlagen wird. Ja, wie weit ist, also da ist dieser Angreifer? Ja, und so vier Schritt davon entfernt, hinter einem Tisch steht eine Frau in einer Magierrobe. Wie weit ist der Angreifer von mir entfernt? Anderthalb Schritt vielleicht. Okay. Wie steht er da? Holt er gerade wieder aus nach Astanio? Er hat gerade Astanio das Schwert aus der Hand geschlagen. Okay. Dann überlegt Mora nicht lang. Sie ziert ihr Beil vom Gürtel und schwingt es auf das Bein des Angreifers. Schwingt, also du willst schlagen und nicht werfen, ne? Ja. Schwingst das Bein irgendwie an. Auf der anderen Seite, er sieht dich ja gerade, also er sieht dich zwar, aber er ist gerade mit Astanio beschäftigt.
schlägst nach seinem Bein. Er zieht das Bein zurück. Und der Angriff trifft seine Beinrüstung und hinterlässt dort einen schweren Schaden, weil es nur eine Lederrüstung ist. Sie hatte gar nicht vor, ihn zu töten. Astanio, der ist außer. Dein Schwert ist jetzt zwar auf dem Boden, aber dein Angreifer ist außer. Also ist aus dem Gleichgewicht. Kannst du das nutzen? Ja, Astanio würde. Also hat der Typ einen Helm auf? Ja, ein Lederhelm. Aber seine Augen sind. Natürlich frei, sonst kann er ja nichts sehen. Astanio wird im Gedanken an ein Schoßgebet an Jandrik abgeben. Dem Typen. Mit seinen Fingern in die ist Augen stechen. Ist schon Gott stechen. Geworden, der Andrick. wird seinen Fingern in seine Augen stechen, ihm das versuchen, das Schwert aus, also sein Schwert rauszunehmen und ihm damit den Kopf abschlagen. In einer rechts. Also eins nach dem anderen. Also du ziehst deine Hände hoch und versuchst ihm die Augen auszudrücken quasi, ne? Ja. Ja, er ist halt aus dem Gleichgewicht. Du greifst nach seinem Kopf. Er versucht zurückzuweichen und weil er aus dem Gleichgewicht heraus ist, drückst du ihn quasi, gibst ihm quasi den letzten Schubs damit. Also er reißt seinen Schwertarm hoch und pariert diesen Angriff, den du machst, gegen seinen Kopf. Aber dieser Stoß, den du da, du legst dein Körpergewicht dahinter, lässt ihn nach hinten taumeln und auf den Boden fallen. Er lässt auch sein Schwert los. Dann würde Astanio sofort das Schwert greifen. Ja, eins nach dem anderen. Hinter dir. Also denk dran, dein Arm schmerzt, ne? Wie als wenn du einen Krampf hast, ne? Immer dran denken. Alles klar. Hinter dir kommt ein Ignifaxius. Was macht ihr beide? Habe ich noch irgendwie Reaktionszeit? Ja, oder? Deswegen frage ich ja. Okay. Mora wirft sich auf den Boden. Und Asanio wirkt ein armer Trutz. Amatruz um sich herum. Mora fällt auf den Boden, merkt die Hitze, die über ihr über ihr entsteht. Astanio wird voll getroffen von dem Flammenstrahl, allerdings sein Konterzauber hält die größte Schaden ab, ein bisschen Verbrennungen lässt du an der einen oder anderen Stelle durch. Dein Arm schmerzt, die Verbrennungen schmerzen, du greifst nach dem Schwert. Der Mann unter dir greift gleichzeitig nach dem Schwert. Ihr ringt miteinander. Er versucht, deinen Arm wegzuschlagen. Wie versuchst du, die Oberhand zu gewinnen in diesem Ringen nach dem Schwert? Denk an deine Verwendung, auf deine Verletzungen. Mhm. Er liegt unter mir, ne? Richtig? Liegt beide jetzt mehr oder weniger auf. Also du hockst, er liegt, genau. Ja. Aber du liegst nicht auf ihm. Die Verbrennungen sind eher Oberkörper oder Ganzkörper? Brust. Dann würde Astanio ihm versuchen, mit dem Fuß auszunocken, wenn es geht. Dafür müsstest du wieder aufstehen, ne? Du kniest. Oder mit dem Knie eben. Mit dem Bein jedenfalls. Knie herumziehen und ihn gegen den Kopf treten. Ja. Dann schaffst du das und er dein Kopf ruckt zur Seite. Und dadurch ist das Schwert quasi wieder frei. Was macht Mora? Mora würde die Gelegenheit nutzen. Sie lässt diesen Angreifer und Astanio hinter sich. Ihr Ziel ist die Frau. Sie würde versuchen, nach vorne zu hechten und der Frau näher zu kommen. Krabbelst erstmal und versuchst dann irgendwie auf die Beine zu kommen, um schnell zu der Frau zu gelangen. Genau. Die immer noch wieder ausholt, eine Zaubergeste verführt, aber noch keinen Zauberspruch spricht. Wie weit ist die Frau entfernt? 4 Meter. 4 Meter. Hinter einem Tisch stehend. Hinter einem Tisch. Astanio bekommt das Schwert zu fassen. Wie gut bin ich denn gerade über dem Typen? Gar nicht. Also ich bin auch nicht neben dir. Liegt auf dem Boden neben dir. Du kniest und greifst nach dem Schwert. Okay. Dann nimmt Alexander das Schwert. Er rappelt sich gerade wieder auf, Knie auf Knie voreinander.
Mora läuft auf den Tisch zu. Und dann kommt der Zauberspruch. Radau! Und aus allen Ecken und Enden des Raumes kommt alles, was hölzern ist und irgendwie nur halbwegs leicht sich bewegt, also Besen, lose Holzstücke, Becher aus Holz, alles, was irgendwie leicht ist, kommt auf Mora zugeflogen. Sie versucht sich zu ducken, tatsächlich. Also sie hat sich. Ein Trommelgewitter von Holz schlägt auf Mora aus allen Ecken und Enden und Richtungen ein. Von hinten, von vorne, von oben, von unten. Alles, ja, was Holz ist und irgendwie beweglich in diesem Raum, drischt auf Mora ein. Ja, sie kauert sich tatsächlich geradezu und versucht, ihren Mantel um sich zu winden. Aber die Frau steht da in einer Beschwörungsgeste und man merkt, dass es die Kraft kostet, diesen Zauber aufrechtzuerhalten. Also leicht trickst du mich nicht. Und Mora versucht erstmal nur, die ganzen kleinen Schläge auszuhalten. Die hören auch nicht auf, die trommeln und zwischen die Beine, überall alles. Ja. Dann versucht sie gar nicht mehr weiter nach vorne zu kommen, sondern nimmt das Beil und versucht es der Frau entgegenzuschleudern. Hat das einfach Beil einen Holzgriff? Ja, ja. Dann schmeißt du das Beil, es wird in der Luft stoppen und auf dich zurückfliegen, ja, und nach dir schlagen. Verdammt. Und dann versucht sie wirklich in der Hechtrolle diesem Beil zu entgehen. Also links nicht, nicht mit der Schneide, ne? Also das Holz, ja, versucht nach dir zu schlagen, nicht die Schneide. Ne? Also kann sein, dass die Schneide zufällig auch trifft irgendwie, ne? Aber nicht gezielt. Ja. Wie ein getriebenes Tier wird Mora da quasi über den Boden gehetzt. Sie versucht zu springen, zu rollen, sich diesen kleinen Kram mehr oder weniger vom Leib zu halten, aber wird ordentlich einstecken müssen. Astanio hat das Schwert, kniet vor dem Gegner. Wie kniet er? Kann er ihm das Schwert kniet irgendwo gegenüber. Du hast das Schwert. Okay, dann wird er ihm den Kopf abschlagen. Eine große ausholende Berichte. Er versucht auszuweichen, aber Astanio hat es diesmal zu gut getreimt. In dem Moment, in dem Moraz unter dem ganzen Getrommel der Stöcke zusammenbricht, auf dem Boden ist und nur noch ein Knacken und Knucken wahrnimmt, rollt der Kopf des Gegners von seinen Schultern. Du siehst, als du dich umblickst, Mora auf dem Boden liegen und alles, was in Holz ist in diesem Raum, brischt auf Mora ein. Sehe ich auch die Zauberin? Ja, die steht da in dieser beschwörenden Geste und konzentriert sich voll auf dieses Inferno aus Holz. Also null auf mich. Ja, du bist im Sichtwinkel. Also sie wird, wenn du jetzt auf sie zuläufst, wird sie das sehen, aber. Das heißt, sie wird aber nicht sehen, wenn ich aus dem Mundwinkel noch einen Zauberspruch spreche. Wird sie sehen, aber wird ja wohl nichts dagegen tun können, dass du jetzt was sprichst. Gut, was dann wird das du denn sprechen. Paralü, Paralein, sei Stavistein. In dem Moment, als dieser Zauberspruch ausgesprochen wird, erschlafft die Gestalt. Das Trommeln allerdings und das Schlagen, das auf Mora geht, hört nicht auf. Und Mora merkt den letzten Schlag, der ihr gerade das Bewusstsein nimmt. Einmal gegen die Schläfe. Sie sackt bewusstlos zu Boden. Die aus der dicken Platzwunde sickert das dicke Blut Moras auf den Boden. Hat jetzt das Holzzeug aufgehört? Oder fängt. Die dreschen immer noch weiter auf Mora ein. Astane schnauft einmal durch. Denkt doch mal alle Worte, die er dieser Frau eigentlich entgegenbrüllen wollte. Und spürt plötzlich. Die ist erstarrt in ihrer Bewegung. Mhm. Und er überlegt gerade und hört gerade Jandriks Stimme wieder. Du hast die etwas. Ja. Du hast zwei Optionen. Ja. Einfach so an diesem Inferno vorbeilaufen und die töten. Mhm. Oder Mora zuerst retten.
Mit der Gefahr, dass sie sich aus dem Zauber rausholt. Mhm. Und hört noch einmal Jandriks Stimme, die ihm erklärt, dass die Rache hier nicht die richtige, nicht der richtige Wert ist. Und wird den letzten Funken Zauberkraft, der jetzt noch in ihm wohnt, den er eigentlich als Todesstoß für diese Zauberin aufgehoben hat, umwandeln in ein Garidanum-Zauberschild. Garidanum-Paradei, schütze mich vor Zauberei, umwandeln und den auf Mora wirken. Oder das, ja. Ein schützender Zauberschutzschirm legt sich um Mora und das Inferno, das Getrommel geht auf den Schild. Davon kriegt Mora allerdings schon nichts mehr mit. Das dauert alles ein paar Sekündchen. Währenddessen wird die Frau langsam sich wieder bewegen. Dich dann böse anschauen. Das war kraftvoll. Und das Tanio zückt einfach, lässt einfach nur seinen Zauberstab nach oben fahren und sie sind eben nicht alle so klein. Du hast keine Kraft mehr. Du auch nicht. Was meine, nun? Meine Kraft kommt von Talgunithot. Erhebe dich. Und hinter dir steht die kopflose Wache wieder auf. Letzte Zauberkraft, um das Flammenschwert zu holen. Okay, ja. Die Flammen züngeln um den Zauberstab. Das Zauberschwert ist aktiviert. Und Astanio merkt, dass dass er Kraft aus der Kraftlinie ziehen muss, um nicht zu erblinden. Mhm. Flammen schlagen um das Schwert. Zombie und Magierin gegen Astanio mit Flammenschwert. Was ist der Plan? Astanio wird den Zombie niederstrecken. Mit einer gekonnten Bewegung, einem Rundumschlag, setzt du den Zombie in Flammen. Der kann sich nicht groß gegen diese Attacke wehren. Er ist gerade erst erhoben worden. Hinter dir hörst du dann aber allerdings das Geräusch, dass die Frau sich über den Tisch geschwungen hat und auf dich zuläuft. Du hörst das Klackern der Schuhe auf dem hölzernen Boden. Ich habe noch Zeit zu reagieren. Ja. Dann würde Astaroth sich umdrehen und jegliche Extremität, die sich ihm gerade erbietet, also Bein oder Arm der Frau abschlagen, aber sie nicht töten. Das sollte mit dem Flammenschwert eigentlich so sein, dass dann die Wunde... Schlägst mit dem Flammenschwert in ihre Richtung und siehst jetzt, als du dich dann umdrehst, dass sie ihren Besen in der Hand hat. Mhm. Und damit das Flammenschwert versucht zu parieren. Astanio meint, das ist ein Besen, weil der kann ja nichts großartig gegen ein Flammenschwert ausrichten. Aber das Flammenschwert prallt auf den Besen und der Besen hält das aus. Du treibst ja links, weil du viel stärker bist als sie zurück. Mhm. Astanio drischt weiter auf sie ein, sie verteidigt sich mit dem Besen. Irgendwann hat sie hinten keinen Platz mehr so zum Rückweichen. Dann wird Astanio, wenn möglich, ihr die Hände abschlagen. Aber sie nicht töten. Der Schwung nach der Handwurzel wird mal und mal pariert. Es dauert unendlich lange. Aber irgendwann durchbrichst du die Verteidigung und schlägst dir die Hand mit dem Besen ab. Sie sinkt zu Boden, hält sich den Stumpf, aus dem Blut spritzt. Da sind wir.
Sieht das Tanio Mora? Mora liegt auf dem Boden. Immer noch bewusstlos? Bewusstlos, die Holzstücke haben allerdings aufgehört zu trommeln. Liegt jetzt an einem großen Haufen Holz. Asanio atmet schwer und steht vor dieser Frau, die dem er seit 17 Jahren nach dem Leben trachtet. Und schlägt ihr den Kopf ab. Sie versucht noch ihre zweite, noch unversehrte Hand hochzuhalten und den Schlag mit dem Flammenschwert zu parieren, aber das Flammenschwert zückt durch Arm und Kopf hindurch. Und der Kopf rollt zur Seite. Mora erwacht davon, dass du einen kleinen Stupser kriegst von einem Gegenstand und schlägst die Augen nach dieser kurzen Ohnmacht auf und siehst in den abgeschlagenen Kopf von und der Hexe, die eben die Hölzer auf dich geschickt hat. Zurück und blickt total verwirrt durch den Raum und erblickt dann siehst einen Astanio mit dem Rücken zu dir stehen, das Flammenschwert zückt in seiner Hand. Astanio dreht sich zu dir rum und du blickst in ein junges Gesicht. Astanio? Vielleicht ein Ticken älter als du, aber nicht viel. Schwarze volle Haare mit einem schwarzen Vollbart schauen dich gerade an. Gewisse Ähnlichkeit mit Jandrik, wenn auch nur entfernt. Was? Bei den Zwölfen? Und sie rappelt sich auf und von ihr fallen diese ganzen Stücke an Holz, die auf ihr lagen, quasi rieseln von ihr runter. Und sie zittert noch ein wenig. Und dann sieht sie auch den Körper der Frau vor seinen Füßen liegen. Du hast es geschafft. Asanio atmet schwer. Wir müssen dich und die Kleine zu Oscar bringen. Dringend. Und während die Flammen des Schwertes erlöschen und der Zauberstab wieder zum Vorschein kommt, siehst du das Weißliche, was in Astanios Augen zurückkommt. Und Astanio verliert Mora aus dem Blick. Und das ist das Letzte, was wir für diese Session in der Rabenmark erleben. Denn wie es weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal. Dankeschön. Ganz viele Kämpfe. Damn. Yay. Oh. Ja, heute war richtig actionlos. Richtig viele Tote. Ja. Der Totentempel. Das ist der Tempel der Göttin des Todes, ja. Ja, ob wir das als Gottesdienst verbuchen wollen, lieber nicht. Na. Mal schauen, was Osko und Jandrik, die sind ja vorgelaufen, da die Treppe runter, mal gucken. Oh ja. Aber Astanio ist jetzt wieder jung. Da wird sich Elena freuen. Na dann. Sieht sogar ein bisschen jünger. Hauptmission erfüllt. Ist jetzt sogar jünger vom Aussehen her als Elena. Sie hat sich gerade an diesen grauen Bart gewöhnt gehabt. Ja, aber Astanios Fluch ist gebrochen durch den Tod der Hexe. Ja, ging ja doch einfacher als gedacht, nicht wahr? Naja. Ich hatte eigentlich. Dank des Mädchens? Ja, dank des Mädchens, wollte ich gerade sagen. Tja. Und ein paar, ein paar tote guten Dolchstücken. Ja. Hatte schon ein bisschen was von Halbfinale, ja? Ja. dann ist es richtig angekommen. Ja. Genau. Gut.
Ich dann bedanke mich bei euch fürs Mitspielen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Graue Haare machen manche Männer sexy. Ja, mich zum Beispiel. Ja, mal gucken, was Eleanor sagt, wenn sie das hier nachschaut. Ich hoffe, ich habe Elena richtig gespielt. Ich komme nicht drum hin, dass ich immer. Aber gut, passiert halt, wenn, ne? Und ja, cool, dass wir wieder Astanio-Action hatten. Und Osco-Action ganz viel. Und Mora-Action. Und Jandrik heute ein bisschen weniger, aber das ist ja auch mal ganz gut. Euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Falls ihr das auf YouTube schaut, hinterlasst uns doch einen Kommentar. Und irgendwas so Däumchenmäßiges wäre auch nicht so schlecht. Und vielen, vielen doppelten Dank an die Leute, die hier gesubbt haben heute. Ganz, ganz coole Menschen seid ihr, dass ihr den Sub bei mir lasst, wo ich doch nur einmal die Woche streame. Aber viel, viel Spaß mit den Koala-Emojis. Ich hoffe, ihr habt da Freude dran. Und auch danke für den Raid. Immer gern gesehen. Und apropos Raid, ich schaue jetzt nach, wen wir jetzt gleich raiden. Und ihr dürft Werbung machen für das, was ihr so cool an anderer Stelle macht. Marot. Ja, dann, also bei mir hat sich eigentlich zur letzten Woche nicht viel verändert. Es wird immer noch Pompeii einmal die Woche veröffentlicht. Allerdings stimmt nicht ganz. Ich veröffentliche jetzt die letzten vier Folgen bis Ende des Monats. Und dann kommen ganz neue Sachen, mit denen ich teilweise auch gar nichts zu tun habe, weil ab März werden auch andere Leute jetzt tatsächlich auf rollenhörspiel.de ihren Content veröffentlichen, aber dazu sage ich dann, wenn es soweit ist, mehr. Und gleichzeitig habe ich ja meinen YouTube-Kanal zum Laufen gebracht, endlich mal, der jetzt ein bisschen mehr passiert da. Und einfach auch mal vorbeischauen, da ist relativ viel los im Moment. Und dann interessiert mich natürlich, was der Osko so treibt. Tatsächlich gab es auch mal wieder eine Rollenspielrunde auf meinem Twitch-Channel. Unfassbar, ich weiß. Und zwar ist unsere relativ alte, beinahe eingestaubte Schattenjägerrunde mal wieder aufgetaut, die der gute Reg Jackson für uns leitet, zusammen mit dem Rerion und mit dem Eloridas. Und wie gesagt, die Verlorenen, wo ich einen magiebegabten Psioniker spiele, der sein Gedächtnis verloren hat, denn wir alle drei haben etwas verloren. Der eine die Seele, der andere den Verstand und ich mein Gedächtnis. Und ansonsten sieht man auf meinem Kanal vor allen Dingen der Miniaturen-Content, sondern ist jetzt im Bereich Malifaux diesen Monat, da bin ich gerade wieder sehr aktiv. Und ich kenne eine Person, die auch Malifaux spielt, nämlich die Sierra. Was macht die denn gerade so? Genau, ich spiele Malifaux, zuletzt auch gegen den Kako, aber offline. Aber was nicht offline stattfindet, aber trotzdem auf dem Kanal von Kako, und erstmal ein großer Trommelwirbel, dass ich es kaum glauben kann, ich werde leiten auf Kakos Kanal und der Koali wird da sein und der Marot wird da sein und es werden Vampire da sein und da soll jemand mundtot gemacht werden. Und wenn ihr darauf Bock habt, im Vampire The Masquerade der fünften Edition mal zu gucken, was ich so für Unfug treibe, dann kommt doch bitte am Donnerstag vorbei auf dem Kanal vom Kako und schaut, was ich da für Unfug mache. Und Unfug, ich weiß nicht, ob das die beste Überleitung ist, aber der Ossi, der kann Unfug auch. Unfug oder Humor, ja, so könnte man es auch nennen. Ja, bei mir ist es gerade wieder ein bisschen still, das soll sich diese Woche auch wieder ändern. Ich habe gerade privat sehr viel am Laufen, könnte man sagen. ich bin gerade, ansonsten kann man bei mir einfach meine typischen Animationen sehen und vielleicht sich darüber informieren, warum die Pyramiden von Gizeh beispielsweise nicht die klassischen Pyramiden sind, die gerade der Sonne entgegenstrecken, wie wir sie denn eigentlich aus Hörensagen kennen, oder warum wir eigentlich eine ziemliche Bewerbungshölle haben und Bewerbungen in Deutschland nicht so besonders von Erfolg gekrönt sind. Das kann man sich bei mir momentan anschauen. Genau, das wär's. Und ansonsten könnt ihr auch immer
immer wieder gerne bei der lieben Eleanor vorbeischaut, die heute nicht dabei ist. Die hat einen Instagram-Kanal, wo sie immer mal wieder etwas postet, wie zum Beispiel ihren Brot-Content, wenn sie mal wieder ein Brot gebacken hat. Oder auch jedes Mal einen die Erinnerung, dass dieser Stream hier stattfindet. Wenn er es schon nicht über mich erfahrt oder über andere, dann über Eleanor, jawohl. Ja, schwer vermisst heute, Eleanor. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Du schaust das sicherlich, sicherlich nach. Vielleicht gibt es ja auch wieder einen Reaction-Stream, wie das letzte Mal. Das war irgendwie ganz cool. Ja, und wir sehen uns hoffentlich weiter wieder hier auf gleicher Stelle, gleiche Welle in 2 Wochen. Und nächstes Wochenende gibt es hier die Sternenträger-Kampagne. Auch DSA, auch ohne DSA-Regeln. Dafür mit den Regeln von Marot erfunden. Cinema. Falls ihr da Interesse habt, rollenhörspiel.de, kriegt ihr alles mit. Und ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Und grüßt die Julikais von mir beim Raid. Da gibt's Tschüss. Vampire the Masquerade. Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen. Zum Beispiel das da. Mach das mal. Tschüss.